Für den Fall, dass ihr die Ereignisse an der Tankstelle auf meinem Blog mitverfolgt habt, möchte ich mich bei euch entschuldigen, dass die Webseite so plötzlich heruntergefahren wurde. Aus irgendeinem Grund fand der Stadtrat meine öffentliche Aufzeichnung der lokalen Ereignisse beunruhigend. So sehr sogar, dass sie ein teures, Orwellsches Anwaltsteam angeheuert haben, um mich unter Erlassungserklärung zu begraben. Ich habe versucht, mich zu wehren, aber seit letzter Woche sieht es so aus, als ob meine gesamte Webseite rückwirkend aus der Existenz getilgt wurde. Vermutlich waren das die gleichen Typen, die sich auch darum kümmern, alle Erwähnungen unserer Stadt aus dem Internet zu löschen. Ich weiß, dass das nicht die Art von Leute ist, mit denen man Streit suchen sollte, aber nach dem, was mit Gregory Fitz passiert ist, fühle ich mich verpflichtet, das Ganze weiterhin in der einen oder anderen Form zu protokollieren. Diejenigen von euch, die meinen Blog verfolgt haben, erinnern sich vielleicht an Greg als den Anwalt, der sich freiwillig gemeldet hatte, um mir pro bono zu helfen, nachdem zum ersten Mal besorgte Mitglieder des Stadtrats versucht hatten, mich zu bedrängen. Er ist letzte Woche sogar den ganzen Weg hierher gefahren, nur um mit ihnen zu reden. Es tut mir sehr leid, euch zu sagen, dass sie gestern seine Überreste in einem Hotelzimmer gefunden haben, welches natürlich von innen abgeschlossen war. Offiziell wurde sein Tod zum Selbstmord erklärt, aber Deputy O'Brien ist es gelungen, einen Blick auf den Polizeibericht zu werfen, bevor er versiegelt wurde. In dem stand, er sei am Blutverlust gestorben, während er versuchte, seine eigenen Hände zu essen. Ich kannte Greg nicht so gut, aber das hört sich nicht nach etwas an, was er tun würde. Wie auch immer, solange bis ich die Dinge mit meiner Webseite klären kann, habe ich beschlossen, die Ereignisse meines täglichen Lebens hier weiter zu dokumentieren. Wenn ihr meinen Blog nicht verfolgt habt und absolut keine Ahnung habt, wer ich bin, ist das auch okay. Es gibt nur wirklich zwei wichtige Dinge, die ihr wissen müsst. Ich arbeite an der heruntergekommenen, 24 Stunden am Tag geöffneten Tankstelle am Rande der Stadt. Und dort passieren seltsame Dinge. Die Besitzer haben beschlossen, einen dritten hauptberuflichen Angestellten einzustellen. Und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass sie es satt haben, dass all die Teilzeitbeschäftigten auf mysteriöse Weise verschwinden. Oder ob es daran liegt, dass sie endlich beschlossen haben, Jerry zu feuern. Oder ob sie vielleicht einfach wissen, dass meine Zeit hier langsam abläuft und sie hoffen, dass ich meinen eigenen Ersatz einlernen kann, bevor es zu spät ist. Ihr Name ist Rosa und trotz ihres eifrigen Optimismus ist sie wohl ziemlich cool. Sie ist ein paar Jahre jünger als ich, klug, sehr begabt und hat ein Kompetenzlevel an den Tag gelegt, das ich als überhaupt nicht wie Jerry bezeichnen würde. Was meiner Meinung nach etwas ist, was die Besitzer bei einem neuen Mitarbeiter wirklich gesucht haben. Die Kehrseite der Medaille ist jedoch, dass sie andauernd Fragen stellt, auf die ich keine Antworten habe. Warum gibt es so viele Vermisstflyer auf dem schwarzen Brett? Was ist mit dem ganzen Schimmel an der Decke? Wer ist der Typ im Trenchcoat, der die ganze Nacht über in der Nähe der Müllcontainer rumhängt? Was ist in diesen Kisten mit der Aufschrift Non a priori? Die Besitzer baten Rosa sofort zu beginnen und sich wie ein Schatten an mich zu heften für diese erste Woche an Nachtschichten. Ihr denkt vielleicht, dass die Besitzer den Laden für ein paar Tage über die Feiertage schließen würden, aber da irrt ihr euch. Es bedurfte eines Gerichtsbeschlusses, um sie dazu zu bringen, ihre Türen für ein Wochenende letzten Monat zu schließen, nachdem wir eine mumifizierte Leiche in den Wänden gefunden hatten. Aber das ist eine Geschichte für ein anderes Mal. Sie kamen gerade an die Tankstelle, als die Sonne unterging, und wir begannen mit den Grundlagen. Wie man sich anmeldet, wie man eine Kasse öffnet, wie man die Pumpen einschaltet. Und dann hielt ich ihr die gleiche Rede, die ich allen neuen Mitarbeitern halte. Schau, es gibt bei jedem Job eine Reihe von Regeln. Wir sind da nicht anders. Sei pünktlich, hab Kleidung an, füttere nicht die Waschbären. Das Ladentelefon ist nur für zahlende Kunden. 25 Cent pro Minute, nur im Voraus bezahlt, keine Ausnahmen. Und wie bei jedem Job gibt es hier auch die ungeschriebenen Regeln. Diese zweite Liste ist etwas länger. Wenn etwas seltsam erscheint, versucht man es zu ignorieren. Je mehr du ignorierst, desto besser wird es dir hier gehen. Achte nicht auf die Zeit, schau nicht nach der Ursache von den ganzen komischen Geräuschen und fass nicht die Gartenzwerge mit den grünen Hüten an. Warum? Was ist denn los mit denen? Fragte sie. Manchmal beißen sie. Ein paar Mitarbeiter mussten wegen ihnen in die Notaufnahme, um genäht zu werden. Wow, und die Kunden? Die meisten von ihnen beißen auch. Okay, was kannst du mir über... Den nächsten Teil mit einem gerissenen Grinsen. Du weißt schon, die Tiere erzählen? In diesem Moment wurde mir zum ersten Mal klar, dass Rosas unentwegte und trotzige Neugierde zu einem Problem werden könnte. Was soll denn mit den Tieren sein? Fragte ich. Nun, ich habe da ein Gerücht von Jerry gehört, dass die Wälder hier draußen am Stadtrand voller seltsamer Tiere sind. Und manchmal, wenn die Nacht hereinbricht, werden die Waldbewohner mutig und wandern näher an die Tankstelle ran. Sie sagte die ganze Sache in seiner dummen, gruseligen Vincent-Price-Stimme. Eine, die man benutzt, wenn man einer Gruppe Erstklässler Gruselgeschichten vorliest.
Jerry, du Depp. Schau, Jerry sagt und raucht eine ganze Menge Dinge. Ich würde ihm nicht so viel Aufmerksamkeit schenken. Er hat mir noch etwas anderes erzählt. Ist es wahr, dass du nicht einschlafen kannst? Ja, das stimmt. Das ist ziemlich cool. Nein, nicht wirklich. Wie aufs Stichwort kam Jerry in die Tankstelle und trug nichts als ein Unterhemd, Jeans und eine Camouflage-Trackermütze mit Neuschnee drauf. Einige Leute gehen ja gerne nach Hause, wenn ihre Schicht zu Ende ist. Einige Menschen schaffen es sogar, sich bis zum Beginn der nächsten Schicht von ihrem Arbeitsplatz fernzuhalten. Aber wie er mich immer wieder gerne daran erinnert, ist Jerry nicht wie einige Leute. Leute, es ist kälter als der Cousin der Stiefmutter da draußen. Wie immer wartete er nicht auf eine Reaktion. Er nahm eine Flasche Whisky aus dem Regal, ging dann zu Rosa und zeigte auf eine Packung Marlboros. Was machst du da? Frierst du nicht? Fragte sie. Nun, ja. Hast du nicht gehört, was ich gerade gesagt habe? Es ist so kalt wie der Schwanz einer Hexe. Rosa gab ihm die Schachtel Zigaretten, tippte es in die Kasse und sagte, ich glaube nicht, dass das eine Redensart ist. Hast du jemals den Schwanz einer Hexe angefasst? Es ist verdammt kalt. Sie kicherte. Hat dieser Anmachspruch jemals funktioniert? Du wärst überrascht. Sie nannte Jerry den Gesamtbetrag, aber er zwinkerte ihr nur zu und sagte, setz es auf einen Angestellten-Deckel, bevor er sich umdrehte und wieder hinaus in den fallenden Schnee ging. Rosa sah mich mit einem verwirrten Gesichtsausdruck an. Wie kann ich etwas auf einen Angestellten-Deckel setzen? Wir haben keinen Angestellten-Deckel. Das heißt? Ja. Jerry hat uns gerade ausgeraubt. Die Nacht verging wie die meisten, langweilig und langsam. Der Schneesturm hatte einen hohen Gang eingelegt, sodass der Kundenfluss zu einem Rinnsal verkommen ist. Vielleicht ein oder zwei pro Stunde. Es dauerte nicht lange, um der Neuen alles zu zeigen, was es für den Job zu tun gab. Und schon bald war mein Gehirn wieder auf Autopilot eingestellt und ich entspannte mich in einem Stuhl mit einem offenen Buch über einen abgehärteten Großstadtdetektiv. Ich ziehe mich zu diesen späten Stunden ja immer gerne in den Raum zwischen den Ereignissen, die Erinnerungen schaffen, zurück. Ich kann mich da entspannen und all das vergessen, was so unentwegt an der Tür meines Verstandes klopft. Wie viele Tage sind in deinem letzten Schlaf vergangen? Ich frage mich, was sie, die nicht genannt wird, gerade macht. Sie versprach, dass ihr euch wiedersehen würdet. Wird dein Verstand noch intakt sein, wenn die Krankheit dich weiter in die Tiefe reißt? Glaubst du, sie wird zu deiner Beerdigung kommen? Ja! Nimm diese Gedanken und schiebe sie zurück in den Tresorraum und konzentriere dich auf das beschissene Buch, das du vom Ausverkauf der Bibliothek gekauft hast. Gegen Mitternacht rannte Rosa mit einem Karton unterm Arm zur Kasse und haute diesen vor mir auf den Tresen. Ich blickte auf, um ein riesiges Lächeln auf ihrem Gesicht zu sehen. Hey, schau dir an, was ich in der Vorratskammer gefunden habe. Bevor ich sagen konnte, nein danke, drehte sie die Schachtel um und warf den Inhalt auf den Tresen. Es war eine riesige, verworrene Kugel aus Lichterketten, Plastikgirlanden, Weihnachtsschmuck und gerade erst gestorbenen Mäusen. Oh, sagte sie. Ihr Lächeln verflog sofort. Ich wusste nichts von den Mäusen. Ich legte mein Buch zur Seite und fing an, den Krempel wieder in die Box zu stopfen, während sie losging und einige Servietten fand, um die Nagetiere einzuwickeln. Etwa eine Stunde später waren die Dekorationen wieder im Lagerraum und ich lehnte mich im Schneegestöber gegen meine Krücken, während Rosa ein winziges Grab grub. Es war etwas besonders Lächerliches daran, jemand anderem dabei zuzusehen, wie ein Loch neben der Tankstelle grub. Und ich dachte mir, dass wenn sie von all den Dingen wüsste, die mit dieser Schaufel passiert waren, sie nicht so erpicht darauf gewesen wäre, ihre Fingerabdrücke darauf zu verteilen. Ich hatte einen der wenigen Orte ausgewählt, an denen wir noch nicht etwas Schreckliches begraben hatten, und als die Mäuse im Boden waren, hielt Rosa eine kurze Grabrede. Weihnachtsmäuse, oh Weihnachtsmäuse, wie wir euch nie gekannt haben. Es tut mir leid, dass ihr alle in einer Kiste in der Vorratskammer gestorben seid. Aber ich bin dankbar, dass ihr wenigstens nicht alleine sterben musstet. Wir beten, dass ihr diese Tankstelle nicht heimsucht. Stattdessen könnt ihr euren Frieden im Himmel finden oder was auch immer das Äquivalent in eurer Mausreligion ist. Wahrscheinlich Valhalla, murmelte ich. Wenn sie sagen, alles war mucksmäuschenstill, werden wir wissen, dass es nicht an mangelnden Können gelegen hat. Sie sah mich an und fragte, noch irgendwas hinzufügen? Mein Verstand sprang zu einer Auswahlliste von mausbasierten Wortspielen, aber stattdessen beschloss ich mich hierfür. Ja, jemand kam einmal an die Tankstelle und hat versucht, sich wie ein Arsch aufzuführen. Er sagte mir, dass ich nichts anderes als eine kleine Maus sei. Ich glaube, er meinte es als Beleidigung, aber ich fühlte mich nicht beleidigt. Sie nickte. Das war wirklich nett. Als wir auf dem Rückweg zur Tankstelle waren, hörte ich eine Stimme vom Waldrand flüstern. Rosa blieb stehen und blickte zurück. Hast du das gehört? Der eisige Wind trug ein Geräusch mit sich, das fast wie ein kicherndes Kind klang, als er gegen meinen Nacken blies. Nein, sagte ich,
Lass uns wieder reingehen. Es war einige Zeit später, als das Telefon im Laden klingelte. Ich war gerade in der Vorratskammer, um einen Eimer Salz für die Stufen vorne zu holen. Deswegen war Rosa diejenige, die rangehen musste. Ich konnte nur ihre Seite des Gesprächs hören und dachte nicht so viel darüber nach, bis ich das allerletzte Wort hörte. Oh, es gefällt mir. Ich denke, es wird eine Menge Spaß machen. Rosa. Ja, er ist eigentlich da. Wolltest du mit ihm reden? Klar doch, ich lasse es ihn wissen. Du auch, Spencer. Dann legte sie den Hörer auf. Oh, scheiße. Sie lächelte mich an und sagte, das war ein Freund von dir. Spencer Middleton? Sagte ich mit einem Seufzer. Ja. Wieder einmal sah ich, wie ihr glückliches Lächeln aus ihrem Gesicht verschwand. Ich schätze, sie konnte von meinem Gesichtsausdruck ableiten, dass das keine guten Neuigkeiten waren. Ich muss jemanden anrufen und dann ist es, glaube ich, an der Zeit, dir etwas zu erzählen. Damals in der Highschool wussten wir alle ziemlich genau, dass Spencer ein zertifizierter Psychopath war, aber wir wuchsen in einer kleinen, langweiligen Stadt auf und hatten nicht den gesellschaftlichen Rahmen, um solche Dinge zu verarbeiten. Ihm die Hilfe zu suchen, die er brauchte, war einfach keine praktikable Option und die meisten Leute sprachen einfach ein Gebet für ihn und hielten die Sache für erledigt. Irgendwann delegierte der Rektor die Verantwortung an den Schulberater bzw. Sportlehrer, der versuchte mit Spencer über seine Gefühle zu sprechen. Aber das war nur, als würde man versuchen, einen Fettbrand mit einem Pflaster zu löschen. Es gab damals ein Gerücht, dass Spencer derjenige war, der all die Hunde getötet hatte. Aber als ich meiner Mutter davon erzählte, sah sie mich nur an und sagte, nun, dann komm ihm nicht mit irgendwelchen Hunden zu nahe. Nachdem er von der Schule abgegangen war, trat er der Armee bei und arbeitete sich durch die Ränge nach oben, bis jemand seine, sagen wir, Talente erkannte und ihm eine spezielle Stelle in einem geheimen und schwarz finanzierten Programm gab, welche sich auf verstärkte Verhörtechniken spezialisierte, was nur eine schnieke Art und Weise ist, um Folter zu sagen. Es gibt keine offiziellen Aufzeichnungen von all dem und der einzige Grund, warum ich das weiß, ist, dass er mir, um die Zeit zu vertreiben, eines Nachts alles darüber erzählt hatte, während ich dabei war, mein eigenes Grab mit vorgehaltener Waffe zu graben. Ich konnte damals sein Handy klauen, während er von seinen blutrünstigen Erinnerungen abgelenkt war und einen Notruf per SMS an Deputy O'Brien absenden. Sie tauchte gerade rechtzeitig auf und verhaftete ihn, aber Spencer entkam nach nur wenigen Tagen und ist jetzt die letzten Monate auf der Flucht und es sieht bisher nicht so aus, als würde er demnächst gefasst werden. Manchmal ruft er mich bei der Arbeit an, um mich an die guten Zeiten, die wir zusammen hatten, zu erinnern und mir zu versichern, dass wir uns bald wiedersehen werden. Ich weiß nicht, ob es Glück war, dass ihn davon abgehalten hat, mich zu töten, oder ob der Sadist in ihm das Ganze absichtlich in die Länge zieht. Heute Abend sagte er Rosa, sie solle mich wissen lassen, dass er gerade in der Gegend ist. Was die Gründe betrifft, warum Spencer mich töten will, so möchte ich sagen, dass ich es vielleicht einfach verdiene und vielleicht nicht. Und wir sollten es dabei belassen. Das erste, was ich tat, war also O'Brien anzurufen, aber ich erreichte nur die Mailbox. Danach erzählte ich Rosa das alles. Sie hörte geduldig zu, bis ich fertig war und stellte dann die offensichtliche Frage. Hast du eine Knarre oder so? Für den Fall, dass er zurückkommt. Nein, Knarren sind nicht wirklich mein Ding. Wurfsterne, Bazooka, Flammenwerfer, Kettensäge? Irgendeine Art von Waffe? Nein. Scheiße. Vielleicht verdienst du es, umgebracht zu werden. Sollten wir nicht die Türen abschließen oder so? Ja, das ist so eine andere Sache. Spencer weiß, wie man in die Tankstelle reinkommt, auch wenn die Türen verschlossen sind. Er hat es schon ein paar Mal gemacht und wir haben nicht herausgefunden, wie. Mist, Mann, gibt es sonst noch irgendwelche schrecklichen Sachen über ihn, die du mir erzählen willst? Also, ja, ich habe einmal gesehen, wie Spencers Kopf halb abgeschnitten wurde und er auf dem Boden der Tankstelle verblutete. Und dann kam er trotzdem irgendwie ohne bleibende Schäden zurück. Nein, nicht wirklich. Die Tür der Tankstelle schwang auf, Rosa quietschte und sprang hoch. Hey Leute, sagte der betrunkene Mann in dem übergroßen Pelzmantel, als er in den Laden taumelte. Hi Jerry, erwiderte ich. Wo warst du? Wisst ihr, dass die Straßen alle gesperrt sind? Sagte er und ging der Frage aus dem Weg. Es spielte eh keine Rolle. Ich wusste die Antwort bereits. Rosa fragte, was ist denn los mit den Straßen? Jerry stützte sich gegen die Slushy-Maschine und antwortete, ich hab's im Radio gehört. Wenn ich etwas näher bei ihm gestanden hätte, hätte ich ihn wahrscheinlich geschlagen. Gott weiß, dass er es verdient hat. Wirklich, Jerry? Das Radio? Wir haben eigentlich geschworen, nicht darüber zu reden, aber vor einiger Zeit begann Jerry ein kleines Hobbyprojekt. Er baute sich ein Kurzwellenradio à la Kriegsgefangener, einfach nur um zu sehen, ob er es kann. Er entwirrte einen alten Haufen Stahlwolle
und wickelte es um eine Toilettenpapierrolle, um als Induktionsspule zu dienen. Dann bediente er sich bei diversen elektronischen Gegenständen im Lager und hatte schließlich etwas, das tatsächlich ein paar lokale Sender mit ordentlich Rauschen empfing. Es empfing außerdem noch etwas anderes. Das Signal war zwar schwach, aber wenn wir das Radio an die richtige Stelle stellten, konnten wir einen Mann mit slawischem Akzent hören, der in einfachen, abgehackten, kurzen Sätzen Nachrichten, die sich auf die Stadt bezogen, vorlas. Das Seltsame war, dass er durchgehend sprach, egal was passierte, rund um die Uhr, den ganzen Tag, ohne eine Pause einzulegen oder sich zu wiederholen. Die Temperatur beträgt 29 Grad. Es gibt 3 Menschen mehr in der Stadt als gestern. Das Verhältnis von Schwein zu Mensch in der Stadt ist ungefähr 2,078:1. Der Bürgermeister schläft. Die Frau des Bürgermeisters schläft. Die Uhrzeit ist 20:16. Die Metzgerei ist geschlossen. Das Licht in der Highschool-Turnhalle ist an. Er spricht über die Menschen in der Stadt, was sie zum Abendessen essen, wie viele Paar Schuhe sie besitzen, ihre Lieblingsfarben und Zahlen, zufällige Fakten, manchmal zusammenhängend, manchmal nicht. Wir machten ein paar Experimente und fanden heraus, dass das Funksignal umso stärker wird, je weiter wir in den Wald gehen, und sobald wir von der Tankstelle aus in Richtung Stadt gingen, verschwand das Signal komplett. Wir hörten dem Ganzen ein paar Tage lang ab und zu, um in ereignislosen Schichten die Langeweile zu vertreiben, aber schließlich begannen wir uns ein wenig Sorgen zu machen. Die Dinge, über die er berichtete, waren immer so spezifisch und bizarr, und einiges von dem, was er zu berichten hatte, sollte eigentlich niemand wissen können. Wer liebte nicht mehr wen? Welche Schülerin war im Begriff herauszufinden, dass sie schwanger war? Welchem lokalen Restaurant stand der Besuch eines Gesundheitsinspektors bevor? Wie viele Tage blieb da Milch im Laden noch, bevor sie schlecht wurde? Und wer sie kaufen würde und wann? Wir hatten die Theorie aufgestellt, dass es sich nur um ein aufwendiges Kunstprojekt handeln würde, bis eines Tages die Stimme Jean Buckleys Tod bei einem Autounfall 8 Stunden vor dem Ereignis ankündigte. Dann fing die Stimme an, über uns zu sprechen. Er redete sogar quasi mit uns. Es gibt einen Mann an der Tankstelle. Er benutzt den Namen Jack. Er hat immer noch einen Milchzahn. Er wurde mit tödlicher familiärer Schlaflosigkeit diagnostiziert. Er ist eine Bedrohung Stufe 8. Er ist sich der Übertragung bewusst. Es gibt einen anderen Mann an der Tankstelle. Sein Name ist Jeremy. Er ist eine Bedrohung Stufe Echo. Er ist sich der Übertragung bewusst. Er ist 30 Jahre alt. Er schaut zu Jack. Die Männer an der Tankstelle haben einen Übertragungsempfänger gebaut. Jeremy an der Tankstelle bewegt sich auf den Übertragungsempfänger zu. Er demontiert den Übertragungs... Nach dieser Nacht schlossen wir einen Pakt, das Radio nie wieder zu benutzen und die Übertragung zu dieser langen Liste von Versuchs-zu-vergessen-Geschichten hinzuzufügen. Ich glaube, wenn die meisten Menschen auf ihr Leben schwören, etwas nicht mehr zu tun, dann tun sie es auch nicht mehr. Habe ich erwähnt, dass Jerry nicht wie die meisten Menschen ist? Er tobt ein verrückter Schneesturm, der schlimmste seit 10 Jahren. Alle Straßen, die in die Stadt führen, sind völlig unpassierbar. Du kennst das Prozedere. Obligatorische Ausgangssperre, Ausnahmezustand, Katzen und Hunde leben zusammen. Jerry winkte mit den Armen dramatisch in die Luft. 2 Tote, 1 vermisst. Er schnappte sich einen Becher, füllte ihn mit einem nach Kirschcola schmeckenden Slushy und fing an, ihn auszutrinken. Wenn alle Straßen unpassierbar sind, woher zum Teufel kommst du dann gerade? Fragte Rosa. Ich flüsterte ihr zu. Erinnerst du dich, wie ich dir gesagt habe, dass du das seltsame Zeug ignorieren sollst? Jerry schrie. Was ist los? Schrie Rosa. Brain Freeze! Nun, sagte ich, immerhin haben wir noch. Dann fiel der Strom aus und die Tankstelle lag in völliger Dunkelheit. Ich benutzte die Taschenlampe meines Handys, bis ich unsere Kiste mit Notfallvorräten finden konnte und schaffte es dann irgendwie, sie mit einer Hand aus der Vorratskammer zu ziehen, während ich beide Krücken in der anderen hielt, und ich bin sicher, Jerry wollte nur freundlich sein, indem er mir erlaubte, das alles allein zu machen, damit ich meine Unabhängigkeit und mein Selbstwertgefühl behalten konnte oder so. Aber mal im Ernst, Junge. Du siehst mich dieses verfickt schwere Teil schleppen und du bietest mir ernsthaft nicht deine Hilfe an? Als ich es an die Vorderseite des Ladens geschafft hatte, setzte sich Jerry im Schneidersitz hin und fing an, durch die Box zu wühlen und Vorräte an uns 4 zu verteilen. Ich hatte eine Menge extra Batterien, ein halbes Dutzend Taschenlampen, etwas abgefülltes Wasser und Notfallrationen, Streichhölzer, Leuchtkugeln und mehr als genug... Moment. Uns 4? Heilige Scheiße, rief ich und fummelte an der Taschenlampe, die Jeremy gerade gegeben hatte, herum.
Nach ein paar schmerzhaft unangenehmen Sekunden gelang es mir, das verdammte Ding anzubekommen und ich richtete den Strahl auf alle anderen Schatten im Raum. Jerry, Rosa und Deputy O'Brien. Macht sie was aus, mir nicht direkt ins Gesicht zu strahlen mit dem Ding? Fragte sie. Deputy Amelia O'Brien war die neueste in einer ständig wachsenden Liste von Deputy Babysittern, die der Tankstelle zugewiesen wurden. Einige von ihnen sind gestorben, einer von ihnen wurde verrückt und jetzt gibt es sie. Knallhart, aus Brooklyn hierher versetzt, einen zuckenden Abzugsfinger und bekannt dafür, so viele Ficks zu geben, wie es Planeten mit Namen Pluto gibt. Sie war ein sehr willkommener Anblick. Tut mir leid, sagte ich und richtete die Lampe wieder nach unten. Seit wann bist du denn hier? Seit gerade eben, während du am Schrank herumgewerkelt hast. Ich habe euch vor 30 Minuten angerufen, um zu sehen, wie es euch geht, aber niemand ist rangegangen. Ich bin fast 10-mal gestorben, als ich versucht habe, durch diesen Schneesturm hierher zu fahren. Was zum Teufel war los? Rosa hob den Kopf. Oh, wir waren wahrscheinlich draußen bei der Beerdigung, als du angerufen hast. O'Brien löste die Waffe an ihrem Halfter und sagte... Was? Ich erklärte schnell. Es war für einen Haufen Mäuse. Jerry starrte mich an. Und du hast mich nicht eingeladen? O'Brien schüttelte den Kopf und sagte... Das erklärt eigentlich gar nichts. Ich atmete tief durch und teilte ihr die schlechte Nachricht mit. Es ist gut, dass du trotzdem hier bist. Spencer hat wieder angerufen. Er sagt, er ist in der Gegend. Jerry öffnete eins der Notfallpakete mit Trockenfleisch, nahm einen Bissen und sagte dann... Der Junge ist so verliebt in dich. Der Deputy hob eine Augenbraue, als sie die Anwesenheit der Neuen realisierte. Wer bist du? Hi, ich bin Rosa. Es ist mein erster Tag. Amelia O'Brien. Wirklich? Sie sehen gar nicht aus wie eine O'Brien. Wie sieht denn eine O'Brien aus? Eine unangenehme Stille folgte, die Jerry durchbrach, indem er rief... Yeah! Wir haben endlich den Bechdel-Test bestanden. Das war eine schöne Abwechslung. Normalerweise, wenn wir an der Tankstelle gefangen sind, ist es ein totales Würstchenfest. Normalerweise? Das ist schon mal passiert? Fragte Rosa. Ein oder zweimal, antwortete ich. O'Brien sprach in ihr Walkie-Talk. Zentrale, hier ist O'Brien. Hört ihr mich? Ende. Stille. Zentrale, hört ihr mich? Ende. Mehr Stille. Sie seufzte und kramte einen Dollar aus ihrer Tasche hervor und gab ihn mir, als sie sagte... Ich muss das Telefon im Laden benutzen. Aber bevor ich das Geld überhaupt nehmen konnte, klingelte bereits das Telefon. Sie warf mir einen Blick zu und sagte, Hey, Krücke, heb ab und mach den Lautsprecher an. Ohne nachzudenken, steckte ich die Taschenlampe in meinen Mund und ging zur Theke. Als ich dort ankam, griff ich nach dem Hörer, spuckte dann aber die Taschenlampe aus und schrie, Oh mein Gott! Was? Rief O'Brien zurück. Das Ding war mit den Mäusen in der Schachtel, weiß der Geier, was sie damit gemacht haben. Und ich hab's einfach in den Mund genommen. Das Telefon klingelte noch ein paar Mal, bevor O'Brien sagte, Geh einfach an das verdammte Telefon. Das habe ich dann getan. Hallo? Hallo, Jack. Es ist viel zu lange her. Ich habe auf Lautsprecher gestellt. Hi, Spencer. Wer ist deine neue Freundin? Ich sah O'Brien an, die eine seltsame Handgeste machte, welche vielleicht, lass ihn weiterreden, bedeutete. Oder vielleicht, ja, lass uns die Bank ausrauben. Im aktuellen Kontext nahm ich an, dass es das Erstere war. Ozzy? Das Mädchen, mit dem du vorhin gesprochen hast? Er ist meine neue Jiu-Jitsu-Lehrerin. Ich musste den letzten feuern, weil er sagte, er hätte mir bereits alles beigebracht. Ich hab ziemlich viel trainiert, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben. Außerdem bin ich jetzt größer. Sie sieht für mich nicht wie eine Jiu-Jitsu-Lehrerin aus. Und der Deputy neben ihr auch nicht. Und ist das Jerry? Er sieht betrunken aus. O'Brien zog ihre Dienstpistole heraus, legte sie über Kreuz mit der Taschenlampe in ihre anderen Hand und begann, sie auf jedes Fenster und die Türen zu richten. Jerry sieht immer betrunken aus, sagte ich. Hey! Rief Jerry mit einem Schluck auf. O'Brien nahm mir das Telefon ab und schlug es auf die Gabel, bevor sie rief. Alle weg von den Fenstern! Jack, nimm die anderen und schließ dich in die Vorratskammer ein. Los! Ich seufzte und sagte. Na gut. Die nächsten Stunden waren ziemlich langweilig. O'Brien hat dann die Umgebung abgesucht, Verstärkung angefordert und dann die Lage erstmal für sicher erklärt. In der Zwischenzeit sind Jerry und Rose in der Vorratskammer eingeschlafen. Ich deckte sie mit ein paar Wolldecken zu und legte dann einen um meine Schultern und versuchte bei Kerzenlicht mein Buch weiterzulesen. Aber die ganze Lage war einfach zu ablenkend, um mich darauf einlassen zu können. O'Brien schloss sich uns schließlich in dem kleinen Raum an und berichtete, dass es nirgendwo Anzeichen von Spencer gäbe und... Wäre es nicht der Tatsache geschuldet, dass jemand alle Reifen an ihrem Jeep und Rosas Käfer aufgeschlitzt hätte, wäre sie sogar gewillt zu sagen gewesen, dass er nur versucht hatte, uns Angst einzujagen. Also, wie sieht's mit der Verstärkung aus? Flüsterte ich ihr zu, als sie kam und sich auf eine Milchkiste neben mir setzte. Die anderen schliefen tief und fest und ich wollte sie so viel wie möglich von der ganzen Sache verschlafen lassen. O'Brien sah die beiden an, während sie nach Worten suchte.
Ich weiß nicht, was bei euch falsch läuft, Krickel, aber seit ich diesem Job zugewiesen wurde, ist mein Leben mit jedem Tag exponentiell seltsamer geworden. Ja, sagte ich. Ich hob den Rand meiner Decke an und legte sie über ihre Schultern. Sie kam ein wenig näher und flüsterte. Ich habe mit dem Sheriff gesprochen. Er schickt gleich morgen früh einen Schneepflug hierher. Ich habe versucht, ihm zu sagen, dass das ihr Priorität hat. Aber offensichtlich ist das Schneemageddon. Und er kann es sich nicht leisten, auf seine kostbaren Ressourcen heute Abend zu verzichten. Ja, das ist mal wieder typisch. Was ist eigentlich mit ihr? Ich dachte, du und Jerry würde das Schiff hier schaukeln. Ich lachte. Wir schaukeln hier gar nichts. Sie legte einen warmen Arm um meine Schulter und sagte, ich werde dich wirklich vermissen, wenn du stirbst. Danke, aber das ist ziemlich anmaßend von dir. Bis jetzt habe ich fast jeden Deputy überlebt, den sie geschickt haben. Rosa schoss hoch, die Augen weit geöffnet mit einem Blick reinen Schreckens. Hey, sagte ich, haben wir dich geweckt? Habt ihr das gehört? Sagte sie mit einer Stimme, die nicht nach Rosas Stimme klang. Ein kalter Schauer lief mir über den Rücken. Was gehört? Er kommt. Er ist fast hier. Wenn er es bekommt, sind wir am Ende. Wir können es ihm nicht überlassen. Mädchen? Sagte O'Brien. Du machst uns Angst. Wer kommt? Spencer? Sie träumt, sagte ich. Einer meiner Pflegebrüder hat genau das Gleiche gemacht. Ihre Augen sind offen, aber sie spricht im Schlaf. In diesem Moment rollten ihre Augen weit zurück in ihre Augenhöhlen und enthüllten nichts als zwei weiße, mit Adern überzogene Kugeln. Hat dein Pflegebruder das auch getan? Okay, gab ich zu. Das ist etwas anderes. Sie stand langsam auf, klammerte die Decke an ihre Brust und sprach dann mit derselben seltsamen Stimme weiter. Wenn er findet, was er sucht, wird jedes lebende Wesen in einen Leiter für Qual und Leiden verwandelt. Ihr werdet alle um den Tod betteln, aber er wird nie kommen. Ein unergründlicher Schrecken aus unvorstellbaren Welten steht vor eurem Tor. Öffnet nicht die Tür. Nun, das ergibt keinen Sinn. Ist es jetzt ein Tor oder eine Tür? Bring mal deine Metaphern in Ordnung, gruseliger Albtraum, Rosa. O'Brien stand auf und sah mich an. Soll ich sie wecken? Genau dann ließ Rosa ihre Decke fallen und enthüllte, dass sie tatsächlich etwa 8 oder 9 Zentimeter über dem Boden schwebte. Oh, sagten wir beide gleichzeitig. Es mag ein wenig überreagiert gewesen sein, auf Rosa mit einem Taser zu schießen, aber andererseits war es das vielleicht auch nicht und es gibt jetzt keine Möglichkeit mehr, Vergangenes ungeschehen zu machen. Rosa fiel auf Jerry und weckte sie dann beide und verursachte einen Tumult aus Schimpfwörtern und Verwirrung. Es dauerte gut 20 Minuten, bis Rosa sich beruhigt hatte und wir die Zinken aus ihrer Haut ziehen und sie verbinden konnten. Wir waren alle vorne im Laden. Rosa saß auf dem Tresen, während O'Brien ihre Verbände fertig machte. Warum zum Teufel schießt ihr mit einem Taser auf mich? Immer diese ständige Fragerei, Rosa. Du bist schlafgeschwebt, habe ich erklärt. Oh, sagte sie. Tut mir leid deswegen. Das wollte ich nicht. Hey, Leute, sagte Jerry. Was glaubt ihr, ist das da? Er zeigte auf etwas auf der anderen Seite der Glastüren, das auf den ersten Blick wie ein Körper aussah, der gegen die Tür lehnte. Bei näherer Betrachtung wurde mir klar, dass es sich tatsächlich um einen Körper handelte, der gegen die Tür lehnte. O'Brien zog ihre Waffe, ging vorsichtig hinüber, entriegelte das Schloss und öffnete die Tür gerade so weit, dass der Körper auf halbem Weg in die Tankstelle fiel, zusammen mit einem eisigen Stoß nasser Luft. Leck mich doch am Arsch, sagte Jerry. Ist das Spencer? Das war er. Er hatte eine aufgeplatzte Lippe, geschwollene blaue Augen und Kratzer und blaue Flecken, die sein Gesicht bedeckten. Ganz so, als ob er mehrmals von einem Müllwagen überfahren worden wäre. O'Brien war klug genug, nicht ihre Deckung fallen zu lassen. Sie hielt einen Finger am Abzug, während sie nach Anzeichen von Atmung suchte, die sie leider fand. Sie legte dem bewusstlosen Spencer Handschellen an, schleppte ihn in den Laden, gab mir dann einen weiteren Dollar, bevor sie das Büro des Sheriffs anrief. Glaubst du, ein paar Handschellen werden reichen? Er ist bewusstlos und unbewaffnet. Was genau hast du vor? Ich sagte, vielleicht können wir ihn fesseln? Während Jerry gleichzeitig Holzfall durchs Herz rief. Wir gingen einen Kompromiss ein und fanden eine Rolle Panzertape, um ihn an einen Drehstuhl zu fixieren. Und dann schoben wir den Stuhl in die Vorratskammer und verbarrikadierten dann die Tür. 30 Minuten später hörten wir dann das Schlagen vom Dach. Batsch! Der erste hat uns alle aufhorchen lassen. Wir hatten nicht mehr als vielleicht 2 Sekunden vor dem nächsten Batsch. Vielleicht war ein Ast im Sturm heruntergefallen. Batsch, batsch, batsch. Die Schläge kamen immer häufiger, fast wie ein gedämpftes Maschinengewehr. Batsch, 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 batsch. Was zum Teufel ist das? Jetzt waren es schon 5 bis 10 pro Sekunde und dann so plötzlich, wie es begann, war es auch wieder vorbei.
Es war vielleicht Hagel, war mein Vorschlag. Oder vielleicht, bot Jerry an, war er es und ist entkommen. Er zeigte auf den Raum, in dem Spencer war. Wie soll das denn Sinn machen? Fragte O'Brien. Lady, wir sind weit über Sinnmachen hinaus, antwortete er und fügte dann hinzu. Ich glaube, das wissen Sie. Das war alles, was nötig war, um O'Brien davon zu überzeugen, die Nägel aus der Tür zu Spencers provisorischem Gefängnis zu ziehen. Aber als wir die Tür dann offen hatten, sahen wir, dass er noch da war, mit Gaffer am Stuhl verklebt. Wir stießen einen kollektiven Seufzer der Erleichterung aus, bevor... Nun, hallo ihr da, sagte Spencer mit einem gerissenen Lächeln. Frohe Weihnachten. Wer von euch will mich jetzt vom Stuhl losmachen? Spencer Middleton, Sie sind verhaftet. Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was Sie sagen... Mein Gott, O'Brien, müssen wir das wirklich wieder durchkauen? Lass mich einfach frei und gib mir eine Waffe. Du hast offensichtlich keine Ahnung, was da draußen im Moment los ist. Denkst du, ich habe mir das selbst angetan? Vertraue mir. Ihr werdet meine Hilfe brauchen. Wir hätten wahrscheinlich das mit dem Holzfall machen sollen. Spencer schrie uns immer noch an, als O'Brien die Tür wieder schloss. Okay, sagte sie. Wir müssen herausfinden, was das für ein Geräusch war. Nein, das müssen wir wirklich nicht, antwortete ich. Rosa packte mich aus irgendeinem Grund am Arm und sagte dann zum Deputy, Sie können uns mit diesem Kerl nicht allein lassen. Jerry kündigte an, Ich würde schauen, was den Lärm gemacht hat. Wenn ich in 5 Minuten nicht zurück bin, nehmt das Schlimmste an. Du gehst nicht alleine, fuhr ihn O'Brien an. Gut, sagte er, dann lasst uns alle zusammen gehen. Rosa umklammerte meinen Arm nun fester. Ich würde lieber mein Glück hier drinnen versuchen. Okay, sagte O'Brien, scheinbar am Ende ihrer Weisheit. Dann müssen wir uns aufteilen. Willst du mich verdammt nochmal verarschen? Wollen wir das wirklich Scooby tun? Anscheinend war das genau das, was wir Scooby wollten, ne? Und nach ein paar weiteren Diskussionen, Scooby taten wir es auch. Es wurde beschlossen, dass Jerry und ich zusammen nach der Ursache des Lärms schauen würden, während O'Brien und Rose da blieben und auf unseren Gefangenen aufpassen würden. Hey, sagte O'Brien kurz vor unserer völlig unnötigen Selbstmordmission. Ich kann mit Floaty Girl und Duct Tape Boy alleine umgehen, aber du musst das hier mitnehmen. Nur für alle Fälle. Ich weiß nicht, warum die Leute immer versuchen, mir Waffen zu geben. Ich bin kein Waffennarr. Das letzte Mal, als ich eine Waffe hatte... Weißt du was? Mach dir keine Sorgen über das letzte Mal, als ich eine Waffe hatte. Außerdem brauche ich schon beide Hände, nur mich zu bewegen. Ich nehme sie, sagte Jerry. Hast du schon mal eine Waffe abgefeuert? Fragte sie. Das kommt drauf an. Bist du ein Bulle? Sie ließ einen besiegten Seufzer los und reichte ihm die Pistole. Versucht einfach nicht zu sterben, Leute, okay? Rosa sah uns nervös an und versuchte es mit einigen Worten der Unterstützung. Seid vorsichtig. Ich würde es hassen, wenn sich diese Nacht in ein... Was ist das Gegenteil von einem Würstchenfest? Jerry antwortete... Ein Fotztivel. Okay, ich würde es hassen, wenn sich das hier in ein Fotztivel verwandeln würde. Jerry ging voraus mit seinen beiden perfekt funktionierenden Beinen und richtete die Waffe und die Taschenlampe vor sich, während er einen Pfad durch die kniehohen Schneeverwehungen bahnte, welche sich vor der Tankstelle niedergelassen hatten. Wir stapften durch die gefrorene Landschaft, bis wir sicher unter dem Dach neben den Kraftstoffpumpen waren. Dann suchte er das Gebiet mit der Taschenlampe ab und enthüllte Dutzende von kleinen Löchern im Neuschnee wie winzige, tennisballgroße Krater. Von hier aus konnten wir das Dach der Tankstelle sehen, ebenso wie die Haufen winziger, geflügelter Kreaturen, die in den Rinnen gefangen waren und langsam vom Schnee verschluckt wurden. Ich grub meine eigene Taschenlampe aus meiner Manteltasche und scannte den Bereich unter dem Überhang und fand 6 oder 7 tote Vögel an den Rändern. Das war jetzt nicht das erste Mal, dass ich sowas gesehen hatte, aber das erste Mal, dass es direkt oberhalb des Ladens passiert war. Wir haben hier draußen manchmal seltsames Wetter und alle Jubeljahre mal werden die Vögel verwirrt, vergessen, wo oben und unten ist und fliegen massenhaft in den Boden. Die örtlichen Wissenschaftler haben schon allen möglichen die Schuld gegeben, von Feuerwerk bis hin zu Pestiziden, aber offiziell ist die Ursache unbekannt. Alles, was ich weiß, ist, dass es verdammt seltsam ist. Hey, sieh dir das an! Ich drehte mich um zu sehen, dass Jerry eine der Kreaturen aus dem Schnee gefischt hatte und sie in seinen Händen hielt. Alter, fass das doch nicht an, es könnte Herpes haben. Siehst du an, sagte er, als eine lange Spule mit dünnem Kupferdraht aus der Leiche des Vogels zog und sie dann zur Inspektion hochhielt. Das abgewickelte Stück Metall war etwa 50 Zentimeter lang. Denkst du, er hat das gefuttert? Ich zuckte mit den Schultern. Die Zeiten sind hart. Er warf den Vogel zurück in den Schnee und wischte sich die Hände an der Hose ab. Sollen wir wieder reingehen? Ja, in einer Minute. Aber zuerst müssen wir reden. Ich hasse diesen Teil wirklich. Ehrlich gesagt stelle ich mich lieber einer der Kreaturen aus dem Wald, als ein ernsthaftes Gespräch mit Jerry zu führen. Aber manchmal habe ich keine Wahl. Gut, ich geb's zu.
sagte er. Das waren meine Mäuse. Aber sie waren tot, als ich sie gekauft habe. Ich habe sie für Schlangenfutter benutzt und ich wusste nicht... Das Radio. Du hast es wieder zusammengesetzt? Er blinzelte ein paar Mal, zog langsam eine Packung Marlboros heraus, steckte sich eine langsam in den Mund, zündete sie langsam an und zog. Dann sagte er... Ja und? Ich hatte für diesen Teil nicht wirklich etwas geplant, also ließ ich seine Frage für eine Weile in der Luft hängen. Hat es noch etwas anderes gesagt? Nicht viel. Vor allem über einen Schneesturm und... Er schweifte ab. Und? Fragte ich. Und er sagte, dass Sargot auferstanden ist. Er nahm einen weiteren Zug. Bist du sicher, dass er nicht gesagt hat, ein Sankt ist auferstanden? Ein Heiliger? Wie eine Art Weihnachtsgeschichte? Er sagte es etwa 10-mal hintereinander. Sargot ist auferstanden. Sargot ist auferstanden. Kapiert? Sargot ist auferstanden, etc. Ich fand es irgendwie seltsam, weil ich noch nie gehört habe, dass er irgendetwas wiederholt hätte. Wir standen schweigend da, bis er seine Zigarette aufgeraucht hatte. Dann sah er wieder zu mir auf. Also, bereit jetzt wieder reinzugehen? Wir hörten beide gleichzeitig das Niesen. Es kam von irgendwo auf der Straße, die in den Wald führte. Und wenn ich hätte springen können, hätte ich es wahrscheinlich getan. Was zum Teufel war das? Sagte Jerry in einem hektischen Flüstern. Es war ein Niesen. Wo hast du die Waffe? Jerry sah auf den Boden. Ich folgte seinem Blick und richtete die Taschenlampe auf die leere Stelle im Schnee neben den Satz von Waschbärpfotenabdrücken, die in den Wald führten. Ich wiederholte die Frage langsam. Jerry, wo ist die Waffe? Ich habe sie auf den Boden gelegt, um den toten Vogel aufzuheben. Du glaubst doch nicht, dass Rocco sich damit aus dem Staub gemacht hat, oder? Rocco, unser örtlicher mutierter Müllmann. Ich bezweifle sehr, dass Rocco sie nicht gestohlen hat. Wir sahen uns beide an und wussten nicht, was wir tun sollten. Dann brüllte Jerry... Gesundheit! Von all den dummen Arten, wie ich mir meinen Tod an der Tankstelle vorgestellt habe, war das keine davon. Eine Stimme rief von irgendwo tief im Schneesturm zurück. Hallo? Ist da jemand? Nein! Rief ich zurück. Das klingt aber für mich nach jemand, ne? Die Stimme kam näher. Ich habe versucht, schnell abzuschätzen, ob ich es schaffen könnte, mit den Krücken zur Tankstelle zu humpeln, bevor die Quelle dieser Stimme uns erreicht. Wahrscheinlich hätte ich es nicht geschafft. Im Schneesturm tauchte eine Gestalt auf. Eine männliche Figur. Als es näher kam, kamen die Details in den Fokus und bald war der Mann unter der Überdachung bei uns und lief weiter, fast beiläufig auf uns zu. Hände in den Taschen, mit einer schneebedeckten Kapuzenjacke. Er kam direkt auf uns zu und fragte, ob er sich eine Zigarette schnorren könne. Ich beobachtete den Kerl, wie er sie anzündete und daran zog und bemerkte, dass irgendetwas seltsam vertraut an ihm war. Er war etwa 1,80 Meter groß, Anfang 30, dunkelbraune Augen und hatte einen kurzen und gut gepflegten Bart. Dünn, aber gut in Form und trug einen Mantel, der viel zu groß für ihn war. Nach ein paar Augenblicken fragte er, wisst ihr, ob die Tankstelle geöffnet hat? Seine Stimme klang sehr vertraut. Es gibt keinen Strom, antwortete ich. Aber das Telefon funktioniert immer noch, solange man im Voraus bezahlt. Wer seid ihr, Jungs? Gehört ihr zu einer Notfallmannschaft oder so? Nein, sagte ich. Wir arbeiten hier und wurden eingeschneit. Ohne Scheiß? Ich bin hier durchgefallen und stecken geblieben. Ich habe in meinem Auto die letzten paar Stunden auf der Straße gewartet, aber der Motor ist einfach gestorben. Ich dachte schon, ich würde hier draußen erfrieren. Ich bin Donald. Er schüttelte uns die Hände und wir stellten uns vor, bevor Jerry endlich die Frage stellte, die mir schon, seitdem ich den Kerl zum ersten Mal gesehen hatte, die ganze Zeit im Kopf herumschwirrte. Hey, bist du nicht Donald Glover? Er lachte. Ja, das bin ich. Ich wusste es! Wir standen hier draußen und sprachen mit dem berühmten Schauspieler / Direktor Donald Glover. Hier, an meiner Tankstelle. Heilige Scheiße! Was machst du hier? Ach, ich war nur auf der Durchreise, antwortete der mit einem Grammy ausgezeichneten Musical-Darsteller Donald Glover. Du warst auf der Durchreise? An Heiligabend? Fragte ich. Er zuckte mit den Achseln. Ich hab mich halt verfahren. Ich sah Jerry an. Dann blickte ich zurück auf Primetime-Emmy-Preisträger Donald Glover, der fragte, es ist also okay, wenn ich reinkomme und mich aufwärme? Natürlich, rief Jerry, bevor er eine Ersatztaschenlampe an den mehrfach mit Golden Globes ausgezeichneten Schriftsteller, den Komiker Donald Glover, übergab und den Weg zur Tankstelle weiste. Als wir wieder drin waren, stellten wir O'Brien und Rose dem fünffachen WGA-Preisträger Donald Glover vor.
ich fand das Ganze ja ziemlich cool. Das war die zweitberühmteste Person, die jemals einen Fuß in den Laden gesetzt hat. Sofern das wirklich Elvis war, das eine Mal. Aber die Mädels waren nicht beeindruckt. Tatsächlich schienen sie mehr darüber besorgt zu sein, warum wir ohne O'Briens Pistole zurückgekommen sind. Jerry erklärte, dass wir von einem Rudel Ninjas angegriffen worden waren. Aber O'Brien kaufte es uns nicht ab. Bevor ich ihnen von den Vögeln erzählen konnte, klingelte das Telefon im Laden wieder. Ich war am nächsten dran, also nahm mich ab, während O'Brien, Hollywood-Superstar Donald Glover, eine Decke zum Einwickeln gab. Hallo, sagte ich. Der Besitzer der Stimme am anderen Ende ließ ein verärgertes Knurren raus und sagte dann: Jack Evans. Benjamin? Wie oft habe ich dich gebeten, meinen Namen nicht am Telefon zu benutzen? Tut mir leid. Es war Benjamin, der schrullige, bärtige Mann, der gelegentlich an der Tankstelle auftauchte, um auf Dinge zu schießen und andere Dinge in die Luft zu jagen. Ich würde euch ja mehr erzählen, aber das ist buchstäblich fast alles, was ich über ihn weiß. Was ist da drüben los bei euch? Ich schaue mir gerade die Wetterberichte an und die Tankstelle sieht aus, als hätte jemand ein Portal in die Mitte des 9. Kreises der Hölle geöffnet. Ja, sagte ich. Danke für die Fürsorge. Übrigens, ich habe deinen Blog online gefunden. Oh? Was hältst du davon? Du kannst den Clip nicht von dem Magazin unterscheiden. Und von nun an würde ich es begrüßen, wenn du mich aus deinen kleinen Geschichten rauslässt. Okay, das werde ich. Wirst du diesmal wieder auftauchen? Negativ. Ich bin gerade in Griechenland und wollte nur einen Statusbericht. Okay, etwas hat Spencer die Scheiße aus dem Leib geprügelt und wir haben wieder einen Stromausfall. Übrigens, sag dir, Sargot ist auferstanden, etwas. Sargot? Ja, das ist der Name des Gestaltwandler-Dämons. Wenn der irgendwo in der Nähe von der Tankstelle ist, dann müsst ihr euch verstecken und beten. Denn der Hurensohn könnte wie jeder andere aussehen. Der Kerl ernährt sich von Schmerzen, lässt seine Opfer von ihrer ganzen Haut frei zurück. Verdammt, sagte ich. Gut, dass wir Donald Glover rechtzeitig gefunden haben. Was folgte, war eine qualvoll lange Pause. Hallo? Bist du noch dran? Wer zum Henker ist Donald Glover? Ja, du weißt schon, dass das von den Kritikern gefeierte musikalische Genie? Er tritt unter dem Pseudonym Childish Gambino auf. Er ist ein Rapper. Er rappt. Ja, und ich wette, dass er auch ein großartiger Küsser ist. Jack, sag mal, bist du irgendwie bläder geworden, seitdem ich dich das letzte Mal gesehen habe? Was meinst du damit? Scheiße, ich habe ihn gerade gegoogelt. Donald Glover ist gerade mit seiner Familie in Atlanta zu Hause. Du bist in der Gegenwart von einem Gestaltwandler-Dämon. Oder vielleicht ist das in Atlanta ein Doppelgänger und der echte ist hier in der Tankstelle. Er machte wieder dieses knurrende Geräusch und sagte: Der einzige Weg, so einen Dämon zu töten, ist, seinen Kopf abzuschlagen. Schau, Luise. Dann war die Leitung tot. Jerry kam rüber, setzte sich auf den Tresen und sagte: In Ordnung. Hör mir zu, ich mache keine Angebote oder so. Ich will nur deine Meinung hören. Glaubst du, dass wir jetzt, da Donald Glover hier ist, eher oder weniger wahrscheinlich eine Orgie haben werden? Jerry, hör mir genau zu, sagte ich leise. Wir müssen Donald Glover töten. Okay, sagte er und sprang zurück auf seine Füße. Lass uns das machen. Wie? Jesus Christus, er braucht nicht mal eine Erklärung oder so. Wir müssen ihm den Kopf abschneiden. Schnieke! Damit hatte ich schon mal einen Verbündeten, aber ich wusste, dass es schwieriger sein könnte, zwei weitere Leute davon zu überzeugen, uns zu helfen, einen weiteren brutalen Mord an der Tankstelle zu vertuschen, vorausgesetzt, wir fänden überhaupt einen Weg, um nicht Donald Glover zu töten, und vorausgesetzt, dass er wirklich ein Dämon war, und weiter vorausgesetzt, dass es Dämonen überhaupt gab oder dass Benjamin mir wahre Infos gegeben hatte, und vorausgesetzt, dass nichts davon nur eine sehr lebhafte Halluzination war, die durch meinen sich schnell verschlechternden Geisteszustand herbeigerufen wurde. Mann! Also, wenn ich das so formuliere, muss man schon an eine Menge Zeug glauben, bevor man eine Enthauptung vornehmen kann. Ich bin mir nicht sicher, wie anders die Nacht verlaufen wäre, wenn Spencers Telefon nicht in dem Moment zu klingeln begonnen hätte. Ebenso weiß ich nicht, wie ich immer wieder vergessen kann, dass er scheinbar den einzigen privaten Netzbetreiber auf dem Planeten besitzt, mit dem man zuverlässig an der Tankstelle Empfang hat. Wir haben vergessen, ihm sein Handy abzunehmen? Die letzten paar Male, bei denen Spencer und ich uns über den Weg liefen, waren nicht sonderlich erfreulich für mich. Ich habe nie kämpfen gelernt oder wie man einen Schlag einsteckt, aber eine Sache, in der ich überraschend gut bin, ist, Zeugs aus Spencers Taschen zu klauen.
Gerade dann, wenn er mal wieder von seiner Blutgier abgelenkt ist. Irgendwo in einer Kiste im Lager habe ich etwa ein Dutzend Handys, welche ich Spencer und Kiefer, seinem verstorbenen ehemaligen Arbeitgeber, gestohlen habe. Aber dieses Mal hatte ich wohl in der Eile, ihn an den Stuhl zu kleben, bevor er aufwachte, völlig vergessen, ihm sein Handy zu klauen. Habt ihr das gehört? Wir alle standen in einem komischen Halbkreis um ihn herum und natürlich gab es keine Möglichkeit, wie wir das Klingeln, welches aus der Vorratskammer drang, nicht hören konnten. O'Brien und Rosa standen zwischen Nicht-Donald und der Vorratskammer und Jerry und ich waren auf der anderen Seite. Wir hatten ihn umzingelt und wenn ich den anderen irgendwie telepathisch vermitteln könnte, dass wir ihn jetzt, solange er abgelenkt war, überwältigen mussten, hätten wir eine Chance, ihn gefangen zu nehmen, solange unsere Haut noch heil war. Ich höre nichts, platzte es Rosa zwischen dem Klingeln heraus. Sie war wahrscheinlich die schlechteste Lügnerin, die ich je gesehen hatte. Aber jetzt, da sie mit der Lüge angefangen hatte, beschlossen die anderen, sich ihr anzuschließen. Ja, ich auch nicht, sagte Jerry. Vermutlich nur der Wind. Donald, der Dämon, zeigte auf die Vorratskammer und blickte Jerry mit einer angehobenen Augenbraue an. Du hörst nicht das Klingeln, das direkt von hinter der Tür da kommt. Nein, sagte Jerry. Okay, was ist mit Ihnen? Sagte nicht Donald zum Deputy. Wollen Sie den beiden zustimmen? Aus irgendeinem Grund sah mich O'Brien an. Ich versuchte eine Handgeste zu machen, um mir zu sagen, er ist ein Dämon, wir müssen ihn im Kopf abschneiden. Aber ich denke, es hat sie einfach nur verwirrt. Sie und ich sollten vermutlich nie zusammen Charade spielen. Ja, ich höre nichts, sagte sie. Nichts? Warum benehmt ihr Leute euch gerade so seltsam? Rosa spottete und sagte, wir sind nicht seltsam. Du bist derjenige, der sich seltsam verhält. Okay, sagte er. Ein stiller Moment verging. Dann richtete Dämon Donald seine Taschenlampe direkt auf O'Briens Augen. Sie zuckte nur für eine Sekunde zusammen. Genug Zeit, damit Dämona an ihr vorbei zur Tür der Vorratskammer huschen konnte. Warte, rief ich. Aber es war zu spät. Dämona hatte die Tür geöffnet. Was zum Teufel ist hier los? Fragte er und zeigte mit der Taschenlampe auf Spencer. O'Brien hob ihre Hände und sagte, Ist okay, ich kann das erklären. Spencer fing an zu schreien. Oh mein Gott, bitte! Bitte helfen Sie mir, Sie müssen mich retten! Diese Leute sind alle verrückt! Sie haben mich zusammengeschlagen und meine Frau getötet! Holen Sie Hilfe! Rosa, schlechte Lügnerin. Spencer, verdammt guter Lügner. O'Brien brüllte, mach die Tür zu! Und machte einen Schritt nach vorne. Hey, schrie Dämon halt, bleiben Sie, wo Sie sind! Bleibt weg von mir, ihr alle! Bitte binden Sie mich los! Sie ist nicht wirklich ein Polizist. Sie haben Menschen umgebracht. So viele Menschen. Spencer fing an zu weinen. Also mit realistisch echten Tränen. Ich konnte nicht anders und fing an langsam zu klatschen. Alle drehten ihre Taschenlampen zu mir, außer Jerry, der anfing mitzuklatschen. Du willst was sagen? Fragte der Gestaltwandler, der früher als Donald bekannt war. Ja. Wie wäre es, wenn wir das nicht in eine riesige Farce verwandeln? Wie wäre es, wenn wir alle ganz im Geiste von Weihnachten reinen Tisch machen? Du bist nicht wirklich die musikalische Ikone und der berühmte Fernseh- und Filmstar Donald Glover. Du bist in Wirklichkeit Sargot, der Gestaltwandler-Dämon. Hast du eine Ahnung, wie lächerlich du gerade klingst? Fragte hoffentlich Sargot. Ja, das tue ich. Ich hab's ja schließlich gerade gesagt. Diese Leute, schluchzte Spencer. Sie sind verrückt. Sie reden von Dämonen und Engeln und töten Menschen. Irgendwas stimmt mit denen nicht. Bitte hauen sie ab. Holen sie Hilfe. Warte. Warum blieb Spencer in seiner Rolle? Ich habe ihm gerade gesagt, dass das Sargot ist. Warum macht er mit der Nummer weiter? Es sei denn, Sargot war nicht derjenige, der ihn bewusstlos geschlagen und ihn vor unserer Tür stehen gelassen hatte. Ich fühlte ein plötzliches Stechen vor Angst. Diese Situation geriet viel schneller außer Kontrolle, als ich damit mithalten konnte. O'Brien versuchte, den Schaden zu begrenzen. Beruhigt euch alle. Donald, mein Name ist Deputy Amelia O'Brien. Sie sind ein Deputy? Ja. Und Sie denken, ich bin ein Dämon? Nein, natürlich nicht. Aber der Typ tut es. Er wedelte mit der Taschenlampe in meine Richtung und richtete sie dann auf Spencer. Und dieser Typ hier? Er ist ein gesuchter Verbrecher. Okay, also deshalb haben sie ihn verprügelt und ihn an einen Stuhl geklebt und ihn in einer dunklen Kammer versteckt. Ist das etwas, was Deputies tun? Nein, nicht ganz. Scheiß drauf. Ich bin raus hier. Bevor er noch etwas sagen konnte, drehte sich Donald um und rannte durch die Hintertür und ließ einen weiteren kalten Hauch von eiskaltem Schnee in den Laden hinein, bevor O'Brien hinter ihm herrannte. Das einzige Geräusch im Raum für die nächste Minute war das Lachen von Spencer.
Nein, nicht lachen, gackern. Als er fertig war, sagte er mit einem scheiß selbstzufriedenen Grinsen, das hat Spaß gemacht. Ich wollte den beiden ja wirklich hinterherlaufen. So dumm es auch klingen mag und wenn ich hätte laufen können, hätte ich es auch getan. Aber sie waren weg und O'Brien war erwachsen und konnte ihre eigenen Entscheidungen treffen. Alles, was ich tun konnte, war zu warten. Die Zeit schlich langsam vorbei und wir warteten auf ihre Rückkehr. Die aufdringlichen Bilder in meinem Kopf von einem Dämon, der meinen Freund häutete, halfen dabei nicht wirklich. Ebenso wenig wie Spencers Kommentare. Hey, Rosa, richtig? Sie sah auf. Halt die Klappe, sagte ich. Lass mich dir noch eine Frage stellen. Was genau hat Jack dir über mich erzählt, hä? Hat er versucht, dir diesen Scheiß aufzutischen, dass ich so eine Art Soziopath bin? Rosa antwortete. Das Wort, das er benutzt hat, war Psychopath. Spencer lachte wieder. Nein. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie jemanden verletzt. Ich bin wegen Jack hier. Ich mache mir Sorgen um ihn. Weißt du, was FFI mit deinem Gehirn anstellt? Er sollte nicht in der Nähe von anderen Leuten sein. Er muss in ein Krankenhaus. Dort, wo er niemand anderem wehtun kann. Was meinst du mit niemand anderem? Ich ging zu Spencer hinüber und überlegte, ob ich ihn schlagen sollte, entschied mich aber aus zwei Gründen dagegen. Erstens wäre das peinlich wirkungslos gewesen und zweitens war es offensichtlich, dass er genau das wollte. Er versuchte, Rosa zu manipulieren und zu beweisen, dass ich hier der Bösewicht bin und nicht er. Ich weiß nicht mehr, warum ich es für eine gute Idee gehalten habe, ein Gespräch anzufangen. Hast du eine Ahnung, wie nervig es ist, mit dem Bein klarzukommen, nachdem was du damit angestellt hast? Ich wette, es ist nicht halb so schlimm wie das, was du den Leuten angetan hast, die du gekillt hast. Warum fragen wir nicht Kiefer? Oder was ist mit meinem alten Chef? Hey, ich habe deinen alten Chef nicht getötet. Eine Sekunde verging, bevor ein Lächeln auf seinem Gesicht erschien und ich erkannte, was ich gerade gesagt hatte. Was ist mit Kiefer? Fragte die sanfte, nervöse Stimme hinter mir. Oh, sagte ich zu Rosa. Den auch nicht. Ich habe niemanden getötet. Jetzt lass mich dir eine Frage stellen, Jack. Weißt du, weil du gerade am Wahrheiten erzählen bist, was ist denn eigentlich mit Carlos passiert? Ich saß die ganze Nacht hier im Dunkeln rum und ich kann diesen seltsamen Gedanken nicht loswerden. Bin ich der Einzige, der wissen will, warum Carlos nicht hier ist? Ich sah Jerry an und sagte, pack ihn in die Gefrierkammer. Wir rollten den Psychopathen in die Gefrierkammer, überprüften doppelt, ob das Klebeband noch fest war, schlossen dann die Tür und lehnten einen Stuhl gegen den Griff. Er konnte da drin so viel schreien, wie sein kleines schwarzes Herz Lust hatte und es würde uns nicht mehr stören. 10 weitere Minuten vergingen, bevor O'Brien in den Laden zurückkehrte. Er ist entkommen, sagte sie, als sie den Schnee von ihrer Jacke abklopfte. Jerry zerschmetterte eine Glasflasche an der Wand und richtete das gezackte Fragment auf sie und brüllte, netter Versuch, Dämon. Sie starrte ihn an und sagte, wenn du mit diesem Ding in meine Nähe kommst, solltest du besser bereit sein, es zu benutzen, denn entweder gehe ich unter oder du. Er hat recht, sagte ich. Was? Fragten Rosa und O'Brien zur gleichen Zeit. O'Brien war mit Sargot allein da draußen für wie lange? Wir haben keine Ahnung mehr, ob du wirklich du bist. Jack, ich glaube, du bist verwirrt. Rosa hob ihre Hand und sagte, warum fragen wir sie nicht einfach etwas, das nur die echte O'Brien wissen würde? Gute Idee, sagte Jerry. Ist Jack beschnitten? Alter, woher zum Teufel soll ich das wissen? Antwortete sie. Jerry sah mich an, dann zurück zu ihr, dann zurück zu mir. Oh, wart ihr beiden nicht? Oh, es tut mir leid. Ich glaube, ich habe die ganze Situation total falsch eingeschätzt. Erinnere mich daran, dir später in den Arsch zu treten, sagte sie und nahm mir damit die Worte direkt aus dem Mund, bevor sie ihre Taschenlampe auf die nun leere Vorratskammer richtete. Wusst Spencer? Ich erklärte, dass er versucht hatte, Psychospiele mit uns zu spielen. Wir hatten also keine andere Wahl gehabt, als ihn in die Gefrierkammer zu packen. Es war Selbstverteidigung. Erstaunlicherweise stimmte sie zu. Es dauerte etwa eine Minute, bis sich die Situation beruhigt hatte, aber schließlich senkte Jerry sein Flaschenmesser und stimmte zu, dass es reichen würde, wenn wir uns gegenseitig im Auge behalten, bis die Sonne aufgeht und die Verstärkung eintrifft. Ich zündete die letzten unserer Kerzen an und stellte sie überall im Laden auf. Dann holte ich O'Brien allein in eine Ecke. Jerry glotzte uns immer noch offensichtlich an, daher flüsterte ich leise, es gibt etwas, das du, glaube ich, sehen solltest. Was ist los? Flüsterte sie zurück. Ich kann es nicht genau sagen. Ich muss es dir zeigen. Okay, wo ist es? Ich brauche Spencers Handy. Lass mich raten. Er hat es noch. Ich nickte. Inmitten von Spencers Spielchen hatte ich wieder einmal vergessen, ihm sein Handy abzunehmen. Ich bin gleich wieder da, sagte sie. Ich folgte ihr so nah wie möglich, als sie zur Gefrierkammer ging und den Stuhl beiseite schob. Ich war definitiv kein Freund der Idee, diese Tür zu öffnen.
Jedes Mal, wenn ich an Spencer denke, überkommt mich die Überzeugung, dass er bereits einen Fluchtweg gefunden hat und er nur wenige Sekunden davon entfernt ist, wie ein böser Spider-Man von der Decke auf mich herabzustürzen. Was macht sie da? Fragte Jerry mit einer atypischen Stimme, die ich besorgt nennen würde, wenn sie von jemand anderem käme. Wir haben nicht geantwortet. Stattdessen öffnete O'Brien die Tür, richtete ihre Taschenlampe auf den noch lächelnden Spencer und ging hinein. Ich wartete, bis sie ihre Taschenlampe in ein Regal gelegt hatte und ihre Hand in Spencers Tasche hatte, bevor ich aktiv wurde, die Tür zuschlug und den Stuhl wieder in Position brachte. Ich konnte ihren gedämpften Schrei und die dumpfen Schläge gegen die Metalltür hören. Es tut mir leid, flüsterte ich. Alter, was zum Teufel? Ich lehnte mit meinem Rücken gegen die Tür und sah die schockierten Gesichter von Jerry und Rosa. Hatte ich einen Fehler gemacht? Wenn das wirklich O'Brien ist, dann werden wir es in ein paar Stunden wissen, sobald Hilfe da ist. Wenn nicht, dann haben wir den Dämon genau dort, wo wir ihn haben wollen. Welcher Dämon? Schrie die immer noch so neugierige Rosa. Wann hast du angefangen, über Engel und Dämonen zu reden? Ich bin bereit, im Zweifel dir zu glauben, aber jede Person hat ihre Grenzen. Alles, was ich weiß, ist, dass du dich die ganze Nacht seltsam benommen hast. Und dann hat deine Freundin, während ich schlief, mit einem Taser auf mich geschossen. Und dann kommst du mit diesem Kerl rein und du verhältst dich so krass wie ein riesen Fanboy, dass ich schon erwartet habe, dass du anfängst, dein Badewasser zu trinken. Und dann aus dem Nichts sagst du, dass er ein Dämon ist? Nun, wenn man es so ausdrückt, klingt das sicher komisch. Wo ist die Waffe, hä? Ihr zwei geht nach draußen und dann verliert Jerry einfach die Waffe? Woher wissen wir, dass du sie nicht genommen hast? Ja, rief Jerry. Woher wissen wir, dass du sie nicht genommen hast? Ich gab ihm meinen kältesten Blick. Ich möchte, dass du O'Brien aus der Gefrierkammer lässt. Sofort. Bitte. Sie verschränkte ihre Arme und fing an, mit dem Fuß zu tappen. Das kann ich nicht machen. Warum nicht? Sie nannte mich Jack. Und? Ja, wiederholte Jerry. Na und? Sie nennt mich nie Jack. Sie nennt mich Krücke oder Spinnerjunge oder verpasst mir einen anderen leicht unsensiblen Kosenamen. Ich habe sie mich noch nie Jack nennen gehört. Sagte Jerry. Er macht einen überzeugenden Punkt. Rosa brüllte. Halt die Klappe! Es war zu spät. Spencer hatte Zweifel in Rosas Kopf gesät und es gab nichts, was ich hätte sagen können, was sie wieder auf meine Seite gebracht hätte. Zum Glück für mich musste ich nichts sagen, denn direkt im Anschluss öffnete sich die Ladentür und O'Brien kam herein. Er ist entkommen, sagte sie, als sie den Schnee von ihrer Jacke abklopfte. Jerry zerschmetterte eine weitere Glasflasche an der Wand und richtete das gezackte Fragment auf sie und brüllte. Netter Versuch, Dämon. Sie starrte ihn an und sagte. Wenn du mit diesem Ding in meine Nähe kommst, solltest du besser bereit sein, es zu benutzen, denn entweder gehe ich unter oder du. Fuck. Wie sind sie da rausgekommen? Stammelte Rosa. Raus aus was? Fragte sie. Oh, schau mal, sagte Jerry in den Raum. Das erste Mal, dass Rosa das Paranormales sieht. Mal sehen, wie sie reagiert. O'Brien hob ihre Hände und sagte, Wovon zum Teufel redest du da? Und warum lehnt an der Gefrierkammer ein Stuhl? Wo ist Duct Tape Boy? Rosa wurde ohnmächtig und so seltsam das auch klingen mag, es ist wahrscheinlich eine gute Sache, dass sie den nächsten Teil nicht mitbekommen hat. Kennt ihr die Geschichte von dem Typen, der dachte, dass der Feuerwehrmann ein Brandstifter sei? Zugegebenermaßen kein sehr guter Witz und selbst wenn er es wäre, schaffe ich sowieso immer die Pointe zu versauen. Die Leute denken normalerweise, dass ich versuche witzig zu sein, wenn das eigentlich nicht der Fall ist und umgekehrt. Naja, auf jeden Fall. Die Pointe ist dann in etwa, jedes Mal, wenn es irgendwo brennt, ist er auch da. Ja, nicht wichtig. Vergesst es einfach, wenn ihr wollt. Es war nur etwas, das mir gerade durch den Kopf gegangen ist. Jerry deckte Rosa mit einer Decke zu und unternahm jeden Versuch, es ihr so bequem wie möglich zu machen, während ich versuchte, O'Brien die Situation zu erklären. Also, du willst mir erzählen, dass in dieser Gefrierkammer ein böser Doppelgänger ist? Ja. Woher weißt du, dass es das ist? Ein magisches Radio und ein Monsterjäger haben es uns erzählt. Ich weiß es einfach. Ich brauche mehr als das, um hier weiterzumachen. Bitte, geh einfach nicht in die Gefrierkammer, bis Hilfe eingetroffen ist. Du kannst bestimmt noch ein paar Stunden warten, oder? Ich konnte ihr ansehen, wie sich die Zahnräder in ihrem Kopf drehten und fragte mich, ob sie mich eventuell für verrückt hielt. Oder ob sie im Begriff war, uns unser Fleisch abzureißen und sich von unseren Schmerzen zu nähern. Ich meine, wenn das hier in Wirklichkeit der Gestaltwandler war, dann gäbe es für ihn keine bessere Gelegenheit, uns abzumurksen. Zwei waren in der Gefrierkammer eingesperrt, eine war bewusstlos, ich war noch nie besonders gut im Kämpfen und Jerry war
Nun ja, Jerry. Offensichtlicherweise hat sie mich weder getötet noch gefressen. So war ich also gezwungen anzunehmen, dass das wirklich die Original-O'Brien und diejenige in der Gefrierkammer das Double war. Aber meine Sicherheit, was solche Aussagen anging, beziehungsweise eigentlich über alles andere, was sonst so real sein könnte, hatte bereits den Nullpunkt erreicht und grub fleißig weiter nach unten. Ein paar Scheinwerfer erhellten den Raum und wir blickten beide nach draußen auf das Schneeräumfahrzeug, das auf den Parkplatz fuhr. Ich konnte es nicht glauben. Die Kavallerie war früh dran. Nach meiner Erfahrung kann an der Tankstelle alles passieren. Aber mal im Ernst. Das passiert nie. Die Kavallerie bestand aus Sol Berthelot, der pensionierte Schulbusfahrer und Besitzer bzw. Betreiber des einzigen Schneepflugs der Stadt. Er muss wohl Pläne für Weihnachten gehabt haben, denn die Leute hier sind nicht gerade dafür bekannt, dass sie vorzeitig fertig werden. Vor allem nicht Sol und vor allem nicht, wenn der Steuerzahler dafür blecht. Aber heutzutage nehme ich meine Wunde, wo ich sie kriegen kann. Sol parkte das Fahrzeug neben Pumpe 2, hupte ein paar Mal und winkte mir zu. O'Brien sagte das Offensichtliche. Ich denke, der Wechsler will, dass du die Pumpe einschaltest. Er weiß, dass die Pumpen ohne Strom nicht funktionieren, oder? Niemand von uns wollte die Tür öffnen und wieder in die eisige Kälte zurück, aber als die Pumpen nach ein paar Sekunden nicht auf magische Weise angeschaltet wurden, entschied Sol, dass es eine gute Idee wäre, so lange auf die Hupe zu drücken, bis jemand herauskam, um ihm weiterzuhelfen. O'Brien kramte ihren Autoschlüssel hervor und ging zur Tür. »Wohin gehst du?«, fragte ich, stolperte ihr nach und versuchte mein Bestes, damit es nicht so klingt, als hätte ich vermutet, dass sie auf dem Weg wäre, ihn zu töten und sein Fleisch herunterzureißen. »Ich habe einen Benzinkanister im Kofferraum. Ich wollte ihm helfen, wenn das für dich in Ordnung ist, Jack.« Ich fühlte mich plötzlich sehr klein. Es ist schon schlimm genug, dass ich meinen eigenen Augen, Erinnerungen oder meinem Verstand nicht vertrauen kann. Es ist umso schlimmer, meinen Freund nicht vertrauen zu können. »Wartet eine Sekunde«, sagte Jerry kurz bevor O'Brien die Tür aufmachte. »Du hast Jack gerade Jack genannt.« »Und?« fragte sie. Jerry sah mich an und warf seine Hände in die Luft. »Deine einzige Grundlage, um die andere O'Brien in die Gefrierkammer einzusperren, war, dass sie dich Jack genannt hat.« O'Brien schüttelte den Kopf und blickte mich an. »Ich nenne dich die ganze Zeit Jack. Es ist dein Name, Vollpfosten.« »Öffnet nicht die Tür!« Hinter Jerry schwebte Rosa mit zurückgerollten, pupillenlosen, weißen Augen. Er blickte zu ihr zurück und sagte beiläufig, »Na sowas, sie schwebt wieder.« »Es ist nicht sicher. Etwas hat euch gefunden. Es wartet, hungrig, draußen.« Sie begann langsam ein paar Zentimeter weiter in die Luft zu steigen, bis Jerry sie in der Taille packte. »Muss sie an einen Stuhl oder einen Türknopf oder so binden. Weißt du doch, wo Benjamin den ganzen Paracord gelassen hat?« »Da ist etwas auf dem Dach.« Ich schaute ihr in die Augenpartie und fragte, »Nun, meinst du das wie ein metaphorisches Etwas auf dem Dach?« »Ihr Narren, da ist etwas auf dem Dach.« Rosa zeigte durch die Glastüren auf die Überdachung über den Zapfsäulen auf das Ding, das sich über den Rand lehnte und den Schneepflug anstarrte. Was folgte, ist eigentlich ziemlich schwer zu beschreiben. Als wir es sahen, hatten wir drei einen gemeinsamen Moment, eine animalisch-instinktive Reaktion wie ein Tritt in die Eier der Seele. Vor diesem Moment hatte ich einige Dinge gesehen, wirklich bizarre Dinge, die viele Leute vielleicht als schrecklich bezeichnen würden. Meine eigenen freiliegenden Knochen, ein Clan von FKK-Zombies, ein Hybrid aus einer Schlange und einer Spinne. Ich könnte den ganzen Tag damit verbringen, diese Dinge aufzulisten, aber mein Punkt ist, dass ich hiernach mein Konzept von schrecklich komplett überarbeiten musste. Das Bild dieser Kreatur, das ist nicht einmal das richtige Wort dafür, wenn die menschliche Sprache überhaupt zu einem fähig ist, war etwas, das Augen nie sehen sollten. Es zwang unseren Verstand statt in eine Kampf- oder Fluchtreaktion, in eine dritte Option, als ob mein Gehirn einfach aufgab und sich in die Hose schiss. Wir sagten gleichzeitig, verdammt! Rosa fiel mit geschlossenen Augen in Jerrys Arme und er ließ sie wie ein Sack Hundefutter auf den Boden fallen. Unsere Blicke waren alle auf die schreckliche Bestie auf der Pumpenüberdachung fixiert. Ihr Kopf war so groß wie ein Strandball, mehr oder weniger geformt wie ein riesiger Schädel. Die Augen sahen aus wie eingesunkene Holzkohlebriketts, die sich nicht gleichzeitig mit dem Rest des Körpers mitzubewegen schienen, als wären sie aus waberndem Rauch. Es besaß zwei Nasenlöcher über einem halboffenen Mund, der gefüllt mit ungeordneten Reihen von gezackten, kreideweißen Zähnen war, die an einen Hai erinnerten und von denen jeder etwa so groß wie mein Daumen war.
Es hatte außerdem noch zwei spiralförmige Hörner, beide mindestens einen Meter lang, und sie sahen aus, als wären sie aus glänzendem schwarzem Marmor. Die Klauenhände des Dings endeten in spitzen Krallen, die schwärzer als schwarz waren. Seine Haut ähnelte Verbrennungen dritten Grades mit rosafarbenen Ablagerungen von Narbengewebe, die auf Schichten von riesigen, faserigen Muskeln aufgeklebt waren. Was besonders bemerkenswert war, war, dass wir das Vieh in seiner ganzen monströsen Herrlichkeit sehen konnten, wie es sich gegen den Nachthimmel abzeichnete, obwohl es keine andere Lichtquelle als den Schneepflug gab. Unsere Augen empfingen eine ganz neue Wellenlänge außerhalb des normalen sichtbaren Spektrums, und das kam alles von diesem Ding. Dreimal verflucht, rief Jerry und brachte damit den Rest von uns vorübergehend wieder in die Realität zurück und rettete uns aller Wahrscheinlichkeit nach davor, das zu verlieren, was von unserem Verstand übrig geblieben war. O'Brien fiel zu Boden und begann heftig zu kotzen. Hey! Schrie Saul aus einem Flug. Habt ihr noch Benzin oder was? So sehr ich auch nicht aus diesen Türen herausschauen wollte, musste ich es tun. Saul war im Begriff, etwas zu tun, von dem er keine Ahnung hatte, dass es der größte Fehler seines Lebens sein würde. Mich beschleicht das Gefühl, dass ich euch ein wenig mehr über Saul erzählen sollte. Als ich noch zu jung war, um selbst fahren zu dürfen, musste ich jeden Morgen um 5.30 Uhr fast einen Kilometer zur Schulbushaltestelle laufen. Mein Haus befand sich in der Nähe von Sauls Jagdlager, wo er auch den Schulbus parkte, sodass ich immer der Erste im Bus war. Er würde aber auch einfach ohne mich fahren, wenn ich mal zu spät dran war. Aber je nachdem, wie verkatert er war, konnte er manchmal erst um 6.30 Uhr oder 7 Uhr losfahren. Was bedeutete, dass ich bis zu anderthalb Stunden lang in der Mitte eines Feldes neben der Straße warten musste, immer zu der Zeit, wenn auch die Moskitos anfingen aufzuwachen. Nachdem seine Frau ihn verlassen hatte, wurde er ein viel unerträglicher Alkoholiker und seine Kinder kamen mit blauen Flecken und gebrochenen Zähnen zur Schule. Er verbrachte manchmal Stunden an der Tankstelle, füllte immer wieder die gleiche Tasse Kaffee auf und predigte jedem, der ihm zuhören wollte, welche Gruppe von Menschen diesmal das Land ruinieren würden. Einmal tauchte sein Name in der Übertragung auf. Es gibt einen Mann, Saul Berthelot. Er weint allein im Hochsitz. Sein Blutalkoholgehalt ist 0,310. Er besitzt 42 Schusswaffen. Seine Lieblingsfarbe ist lila. Ich schätze, mein Punkt, wenn ich überhaupt einen habe, ist, dass Saul ein beschissener Busfahrer, ein beschissener Ehemann und Vater, ein beschissener Kunde, eine beschissene Person und wahrscheinlich auch ein beschissener Jäger war. Er war eigentlich wie die meisten Leute in dieser Stadt, aber trotzdem wollte ich nicht zusehen, wie ihm die Haut abgerissen wurde. Ich ging zu den Vordertüren und schob sie gleichzeitig auf, als Saul aus seinem Fahrzeug stieg. Ich rief: Bleib in deinem Auto! Entweder hatte Saul mich nicht gehört, oder er entschied sich, mich zu ignorieren und stattdessen den Rest seiner Natty Light Dose leer zu trinken, bevor er sie in den Schnee warf. Saul, setz dich wieder in deinen Wagen! Es gibt ein Gasleck oder sowas! Er war ein paar Meter vom Schneepflug entfernt, als er mich ansah und zurückschrie. Fick dich! Ich muss pinkeln! Die Kreatur schnellte vom Rand der Überdachung nach vorne, streckte ihren linken Arm mit der Geschwindigkeit einer zuschnappenden Mausefalle nach unten, packte Saul an den Bein und zog ihn hoch in die Luft. Das Vieh hielt Saul, der kopfüber herunterbaumelte, schrie und fluchte, dicht vor sein Maul. Saul hatte großes Glück, dass er immer eine geladene Pistole in der Hose mit dabei hatte. Nicht, weil ihm das geholfen hätte, die Situation zu überleben. Nein, er ist tot. Also, so richtig, mega tot. Aber zumindest rettete ihn der Revolver vor dem, was für das Ding auf dem Vordach ein Qualenschmaus gewesen wäre, da ich inzwischen geschlussfolgert hatte, dass das Ding wohl der tatsächliche Dämon Sargot war. Er schoss ein paar Kugeln in das Gesicht des Dämons, aber die Waffe eines Sterblichen war so wirkungsvoll wie ein Bienenstich und alles, was sie tat, war den Dämon so sehr zu verärgern, dass er Saul mit voller Kraft gegen den Betonboden schlug. Als er den Mann wieder hochhob, baumelte sein gebrochener Körper leblos in der Hand des Monsters. Mit der anderen Hand piekste er Saul ein paar Mal, dann schnitt er ihn mit einer Kralle auf und vergoss sein Blut über den Schnee. Was letzte Worte angeht, so ist: Fick dich, ich muss pinkeln. Wahrscheinlich nicht das, was man auf seinem Grabstein haben möchte. Ich fühlte, wie ich an meinem Hemdkragen nach hinten gezogen und auf den Boden der Tankstelle geworfen wurde, bevor O'Brien die Türen zuzog und abschloss. Ja, gute Idee. Schließ die Tür ab. Dieser Riegel wird sicherstellen, dass die 6 Meter große Dämonenkreatur nicht ins Innere kommt. Sie zog mich auf die Beine und sagte nur ein Wort. Waffen. Wir hielten uns so weit wie möglich von den Türen entfernt, während wir den Laden auf den Kopf stellten und nach allem suchten, was wir zur Verteidigung einsetzen könnten. Aber es war wirklich nur eine magere Ausbeute. Glasscherben, Stuhlbeine, ein paar Ersatzkrücken und 3 Taschenmesser. Im Fall, dass das Ding da draußen hinter uns her war,
hatten wir nicht die Mittel, es zu töten. Ich kann nicht glauben, dass er tot ist. Klagte O'Brien, als sie ein paar Flaschen unseres brennbaren Likörs zusammensammelte. Einfach so. Naja, antwortete Jerry, als er sein Taschenmesser an die Kante eines Stuhlbeins klebte. Er starb bei dem, was er liebte. Rumballern. O'Brien schüttelte vor Ekel den Kopf. Jerry bemerkte die Geste und fragte. Oh, es tut mir leid. Waren du und der Typ näher bekannt? Alter, sagte ich. Ich weiß, dass die Anspannung hoch ist, weil es Weihnachten ist und so. Aber merkst du nicht die Stimmung? Ein Mann ist gerade gestorben. Na und? Sagte Jerry abwehrend. Alle 600 Millisekunden stirbt jemand. Wir können nicht funktionieren, wenn wir jedem Einzelnen von ihnen nachtrauern müssen. Werden wir wirklich so tun, als ob einer von uns wegen dem, was dem Ratchet passiert ist, traurig wäre? Wenn wir mal für eine Sekunde ganz ehrlich zueinander sind, ist der Wert des menschlichen Lebens hier draußen an der Tankstelle völlig überbewertet. Und von den 6 Menschen in diesem Gebäude ist Rosa wahrscheinlich die einzige von uns, die noch nie jemanden getötet hat. Er starrte mich und O'Brien an und wartete, dass wir ihm widersprechen. Wir alle standen einfach still da und versuchten darüber nachzudenken, was wir erwidern sollten. Aber es gab eigentlich wirklich nichts zu sagen. Trotz all seiner Makel konnte Jerry manchmal sehr Jerry-ish sein. Und ich vergesse gerne mal, dass er, als wir uns zum ersten Mal trafen, versucht hat, mich für seinen Mörderkult zu rekrutieren. Naja, sagte ich schließlich. Es ist ja auch erst ihr erster Tag. Wir erlaubten uns ein kurzes, verlegenes Lachen, bevor wir uns wieder auf die Suche nach Waffen begaben. Ich kann nicht genau sagen, wie viel Zeit vergangen war, aber wir drei hatten jede Kiste in der Vorratskammer aufgerissen, als wir Rosa sprechen hörten. Hey Leute, was ist passiert? Wir blickten uns um und sahen sie an der Tür stehen, Souls Revolver in der Hand, auf den Boden gerichtet. Woher hast du die? Fragte O'Brien. Ich habe dieses Ding da draußen auf dem Boden gesehen. Wusstet ihr, dass da draußen ein Schneeraumfahrzeug steht? Woher hast du die? Fragte O'Brien, obwohl ich denke, dass sie alle die Antwort bereits kannten. Ich war draußen und hab's aufgehoben. Warum? Der Ärger in ihrer Stimme hatte einen Ticken zugelegt. Mach das nicht noch einmal. Warum nicht? Der Ärger in ihrer Stimme hatte noch mehr zugelegt. Mach dir keine Sorgen. Jerry sprang ein und sagte, du hast nicht zufällig ein schrecklich großes Höllenmonster gesehen, während du da draußen warst, oder? Sie blinzelte ihn an und sagte, nein, warum? Hast du eins verloren? O'Brien fuhr mit ihren Armen nach vorne und schnappte ihr die Waffe aus der Hand. Hey! Tut mir leid, ich wollte nicht jedem erklären, warum ich die Einzige bin, die jetzt eine Waffe haben sollte. Das ist fair. Ich war nicht mal wütend. Ich war jedoch verstimmt über den Plan, den sie danach vortrug. Verzweifelte Zeiten erfordern verzweifelte Maßnahmen. Und es gab eine Ressource, die wir bisher bewusst nicht genutzt hatten. Was auch immer noch im Innern der Gefrierkammer übrig war, wir würden Hilfe brauchen, um das Ding da draußen zu bekämpfen. Und ob es mir gefiel oder nicht, Spencer war gut im Überleben. O'Brien überprüfte den Revolver und stellte fest, dass wir noch 4 Kugeln übrig hatten. Das wäre mit ziemlicher Sicherheit nicht genug. Der Deputy öffnete die schwere Tür mit der Waffe in der Hand, während der Rest von uns dicht hinter ihr mit unseren Taschenlampen stand. Unsere Aufgabe war es, diese gemeinsam in die Augen von dem zu richten, das versuchen könnte, uns anzuspringen, sollte es soweit kommen. Wir wussten nicht, was uns erwarten würde, als wir die Tür öffneten, aber das Erste, was wir sahen, war der leere Stuhl, an den Spencer geklebt worden war. Hallo? O'Brien rief in den Raum. Ist da drin noch jemand am Leben? Nach ein paar Sekunden ohne Antwort trat sie in die Gefrierkammer und ich bedauerte sofort, dass ich dem Plan nicht widersprochen hatte. Spencer sprang von neben der Gefrierkammertür hervor, packte O'Briens Hand, in welcher sie die Waffe hielt, und schleuderte den Deputy gegen die Wand. Die Waffe fiel klappernd zu Boden und wir alle versuchten, unsere Taschenlampen auf ihn zu richten, aber er war einfach zu verdammt schnell. Er trat mit einem festen Stiefel gegen Jerrys Solarplexus und beförderte ihn so gegen die Wand gegenüber der Tür. Dann packte er sich Rosa an den Haaren und zog sie in die Kammer. Bevor O'Brien überhaupt aufstehen konnte, hatte Spencer Rosa bereits im Würgegriff mit dem Bleistift, den wir für Inventurzählungen verwendeten, den er fest gegen ihren Hals drückte. Langweilt ihr euch ohne mich oder so? Verspottete er uns. Ich hielt meine Taschenlampe auf ihn gerichtet, während er langsam nach hinten ging. Die Handschellen des Deputy waren noch immer um seine Handgelenke gelegt, aber die Kette war gerissen und damit waren sie nicht mehr als ein paar ausgefallene Armreife. Alter, hört zu, fing ich an. Halt die Klappe, schrie er zurück. Ich sag euch, wie das hier ablaufen wird. Erst... Krach. Spencer ließ Rosa los und fiel hin. Sein Kopf prallte mit dem Boden zusammen und hüpfte etwas. Hinter ihm stand... Na scheiße, nicht schon wieder.
Spencer, der die Waffe hielt, mit der er gerade den anderen Spencer erschlagen hatte. Die gleiche Taschenlampe, die das O'Brien-Double mit in die Gefrierkammer genommen hatte und die, wie ich gerade erst zu erkennen begann, die gleiche exakte Taschenlampe war, die ich dem Donald Glover-Double früher in dieser Nacht gegeben hatte. Verdammt, sagte Spencer. Der Stehende. Sehe ich so aus? Ich bin ein echt sexy Motherfucker. Der Ausdruck auf seinem Gesicht änderte sich, als er etwas auf dem kühlen Boden entdeckte. Ich folgte seinem Blick und sah es. Sauls Revolver. O'Brien versuchte gleichzeitig mit Spencer die Waffe zu erreichen und sie kollidierten beide, bevor es einer von ihnen schaffte. Sie flogen in die Regale. O'Brien bekam den größten Teil des Aufpralls ab. Ich sprang in die Gefrierkammer und fühlte zunächst nur den ekelhaften, klebrigen Boden. Ich tastete im Dunkeln herum, bis meine Hände das kalte, schwere Stück Metall zu fassen bekamen. Ich richtete es auf Spencer, aber es gab keine Möglichkeit, dass ich einen freien Schuss bekommen würde. Besonders nicht mit Rosas unruhiger Taschenlampenhandhabung. Spencer warf O'Brien in den Drehstuhl und sie stürzte über ihn auf den Boden. Er wischte sich einen Bluttropfen vom Gesicht und machte einen Schritt auf mich zu, aber das war alles, was er schaffte, bevor ein anderer Körper aus der Dunkelheit hervorsprang und ihn von der Seite rammte. Hier wurde es nun noch verwirrender. Bleistift-Spencer landete auf dem Taschenlampen-Spencer und fing an, ihn hart, aber nicht hart genug zu schlagen. Im Handumdrehen hatte Taschenlampen-Spencer mit seiner Taschenlampe die Faust von Bleistift-Spencer abgewehrt, ihn dann auf den Rücken gedreht und angefangen, auf ihn einzudreschen. Ich hatte meine Waffe direkt auf sie beide gerichtet, völlig unsicher, was ich tun sollte. Ich sah O'Brien an und sagte, ich weiß nicht, wer der echte Spencer ist. Wen interessiert das schon? Schrie sie zurück. Erschieß sie beide! Taschenlampen-Spencer hielt inne. Er und Bleistift-Spencer sahen mich an und sagten, hä? Ich zögerte. Bleistift-Spencer stach den Bleistift in die Schulter von Taschenlampen-Spencer und drehte diesen. Taschenlampen-Spencer zuckte zurück und sprang von ihm runter. Genau in diesem Moment rief Jerry von der Öffnung der Gefrierkammer. Hey, Schmalhirn! Er hielt einen brennenden Molotow-Cocktail in der Hand, allerdings nicht für lange. Bevor ich Zeit hatte, schlechte Idee zu rufen, hatte er das verdammte Ding auf Taschenlampen-Spencer geworfen, der es in seiner verfickten Hand fing. Gerade als ich dachte, dass die Dinge nicht verrückter werden könnten, schlug Bleistift-Spencer die noch brennende Waffe hart genug, um sie zu zerschlagen und einen blauen Feuerball zu erzeugen, der den ganzen Raum für einen Moment erhellte, bevor er ausbrannte und uns alle im Dunkeln zurückließ, in der wir alle versuchten, wieder zu Atem zu kommen. Rosa zeigte mit ihrer Taschenlampe auf die Person, die aus der Gefrierkammer herausstürmte. Spencer stieß Jerry zur Seite, als wäre er aus Balance gemacht und verschwand dann durch die Hintertür. Nach ein paar Sekunden erinnerten wir uns alle daran, dass da noch ein Spencer im Raum mit uns war und rissen unsere Taschenlampen herum, um ihn zu finden. Zuerst sah ich mir an, wo er gerade gewesen war und fand nichts als Blutflecken und kaputte Regale. Dann zeigte ich auf O'Brien, dann auf Rosa, die auf dem Boden saß und eine Taschenlampe auf mich richtete, dann auf die andere Rosa, die direkt neben mir saß und eine identische Taschenlampe hielt. Die Rosas krochen beide schnell zu den gegenüberliegenden Seiten der Gefrierkammer und starrten sich dann mit dem gleichen Blick des gefrorenen Schocks an, während O'Brien zwischen ihnen stand und sprach. Okay, also hier ist der Deal. Einer von euch ist der Gestaltwanderer. Das ist die, mit der ich gerade spreche. Wir sind nicht hergekommen, um dir weh zu tun. Wir sind hier reingekommen, weil wir deine Hilfe brauchen. Es gibt etwas außerhalb der Tankstelle, das gerade einen Mann getötet hat. Ich beobachtete ihre beiden Gesichter und erkannte es sofort. Eine Rosa sah zu O'Brien auf und fragte mit leiser Stimme, jemand ist gestorben? Die andere wartete etwa eine Sekunde zu lange, um den Blick der Angst und Sorge auf dem Gesicht der echten Rosa nachzuahmen. Ich ging direkt auf den Gestaltwanderer zu und sagte, erwischt. Sie sah mich mit diesem niedlich unschuldigen »Was habe ich denn getan?« Blick an, aber das konnte mich nicht täuschen. Und dann verwandelte sich ihr Gesichtsausdruck in ein schiefes Lächeln, dann kicherte sie. »Hey, was kann ich für dich tun? Du hast mich erwischt.« »Also«, fing ich an, »wer ist Sagot?« Sie stand auf, als sie antwortete. »Oh, ich bezweifle nicht, dass du eine Menge Fragen hast, aber ich habe nicht die Zeit oder den Wunsch, sie zu beantworten. Das war eine nette Ablenkung, aber wenn das, was du sagst, wahr ist, dann ruf die Arbeit. Du hättest jederzeit entkommen können, wann immer du wolltest? Das hatte ich bereits vermutet. Ja, aber ihr Menschen seid so interessante Kreaturen. Und ich brauchte etwas zu tun, um die Zeit zu vertreiben, bis Sargot auftauchte. Nun, ich gehe dann mal und wenn du aufwachst, wirst du dich an nichts davon erinnern.
Das Double winkte mit der Hand und O'Brien, Jerry und Rosa fielen alle bewusstlos auf den Boden. Ich schaute jeden von ihnen an, nur um sicherzustellen, dass sie noch atmeten. Dann wieder auf die Mimikry Rosa vor mir. Nun, das ist wirklich seltsam. Aber es ist Zeit für dich, schlafen zu gehen. Sie winkte wieder mit der Hand. Ich blinzelte ein paar Mal. Was? Sagte sie. Ich schlafe nicht, erwiderte ich. Ich dachte, ich hätte dir das gesagt. Du hast es Rosa vielleicht gesagt, aber ich kann keine Erinnerungen kopieren, Jack. Nur Stimmen und Gesichter. Wer bist du? Ich habe wirklich keine Zeit für... Ich richtete den Revolver auf sie und drückte den Abzug. Nun, ich weiß, dass das schlecht klingt und ich bin mir sicher, dass ihr moralischen Absolutisten da draußen wahrscheinlich denkt, ich hätte das nicht getan, wenn ich in dieser Situation gewesen wäre. Nun, wisst ihr was? Das wart ihr nicht. Ich war es. Und ich war ehrlich gesagt ziemlich angepisst. Nicht nur, weil dieses Arschloch uns verarscht hatte, uns als Köder benutzt hatte, um den echten Dämon herauszulocken und dafür gesorgt hatte, dass wir alle super paranoid aufeinander losgegangen sind, sondern auch, weil sie nach all dem, was ich in dieser Nacht durchgemacht hatte, einfach verkündete, dass ich der Einzige sein würde, der sich an all das erinnern können würde. Außerdem hatte ich bereits vermutet, dass eine Kugel in die Brust ihn nicht töten würde. Autsch! Er schrie und verwandelte sich direkt vor meinen Augen in O'Brien. Warum tust du das? Alles, was ich wollte, war dir zu helfen. Aber wenn ich dich erst töten muss, um an Sarkov zu kommen, dann werde ich das. Du bist nicht... Ich schoss noch einmal und zielte auf die zentrale Masse, so wie Benjamin es immer predigte. Die Kreatur verwandelte sich sofort darauf in Jerry. Es lächelte und ich schoss wieder. Dann wurde es zu jemand anderem. Es wurde zu ihr, diejenige, die nicht genannt werden soll. Das Mädchen, das meine Träume verfolgen würde, wenn ich fähig wäre, welche zu haben. Die Kreatur sah mich an mit ihren grünen Augen und fragte, nun, wirst du nochmal auf mich schießen? Ich seufzte und senkte die Waffe. Wozu das Ganze? Es änderte ein letztes Mal das Aussehen und dann war ich in meiner eigenen Gesellschaft und ich muss sagen, ich wusste nicht, wie schäbig ich langsam aussah. Ich brauchte dringend einen Haarschnitt. Die Ringe unter meinen Augen hatten ihre eigenen Schatten. Meine Wangenknochen wurden immer ausgeprägter und ich war noch dünner, als wenn ich in den Spiegel sah. Jack, ich werde dir etwas sagen, was ich noch nie einem Menschen gesagt habe. Für mich sind deine Leute wie Hamster. Ich fühle mich nicht gezwungen, den Menschen meine Handlungen oder Motivationen zu erklären, weil ihr so primitiv und unentwickelt seid, dass euer winziger Verstand sowieso nichts damit anfangen könnte. Okay, sagte ich. Das klingt fair? Es gibt keine Dämonen. Sargot liegt in meiner Verantwortung. Er schläft in einer Falte deines Universums, aber etwas hat ihn aufgeweckt. Noch nicht mal ich weiß was. Jedes Jahrhundert oder so muss ich ihn wieder zum Einschlafen bringen. Deshalb bin ich hier. Nicht um dich zu verletzen, sondern um zu helfen. Benjamin, falls du das hier gerade hörst, du lagst falsch. Mal wieder. Außerdem, fick dich. Die Legenden begannen vor langer Zeit mit einem Dämon. Die Leute sahen jedes Mal einen Gestaltwandler, wenn Sargot erwachte und sich näherte. Und schon bald verschmolzen uns die Menschen zu einer Kreatur. Oh, sagte ich. Feuerwehrmann. Ich werde jetzt Sargot davon abhalten, deine Welt zu zerstören, Jack. Aber bevor ich das tue, gibt es noch eine letzte Information, die ich dir geben möchte. Wenn ich die Form von jemandem annehme, sehe ich keine Erinnerung, aber ich kann fühlen, was in ihm ist. In Ermangelung eines besseren Begriffs bin ich das, was eure Art einen Empathen nennt. Okay. Du und deine Freunde hier, ihr seid alle möglichen Arten von kaputt. Du bräuchtest eine Armee von Psychiatern, um die mentalen Slinkies in deinem Kopf zu entwirren. Danke. Das ist nicht das, was ich sagen wollte. Dein abgefucktes Gehirn ist nichts allzu Besonderes. Aber der andere? Spencer? Ich sah in ihn hinein und alles, was ich sehen konnte, war... nichts. Absolut nichts. Das gleiche, was ich sehe, wenn ich auf einen Tisch oder einen Felsen schaue. In ihm ist nur eine schwarze Leere. Ja, antwortete ich. Ach, das wusste ich eigentlich schon. Ich trat einen Schritt zurück und ließ meinen Doppelgänger aus der Gefrierkammer und im Anschluss aus der Vordertür. Der Rest der Nacht verging ohne Zwischenfälle. Die anderen schliefen dort, wo sie hingefallen waren, aber ich versuchte es ihnen mit Decken und Kissen aus Tüten mit altem Brot bequem zu machen. Als die Sonne aufging, fing ich an aufzuräumen. Genug Müll, um 4 Säcke zu füllen. Dann begann ich Inventurverlustbescheinigungen für alles, was bei den Kämpfen beschädigt worden war, zu schreiben. Es ist erstaunlich, wie produktiv man sein kann, wenn man nicht schläft. Nachdem alles wieder in Ordnung war, saß ich auf meinem Stuhl hinter der Kasse und las etwa eine Stunde lang, während die anderen schliefen,
oder was auch immer der Gestaltwandler mit ihnen gemacht hatte. Unser erster Kunde kam kurze Zeit später in das Geschäft. Ich habe mir nicht die Mühe gemacht, von meinem Buch aufzuschauen, weil ich bereits ein Schild an die Tür gehängt hatte, auf dem stand, dass wir keinen Strom haben und kein Benzin verkaufen oder Karten oder Bargeld akzeptieren konnten und dass nichts funktionierte. Ich hatte meinen eigenen festlichen Touch am Rande hinzugefügt in Form der Zeichnung eines Weihnachtsbaumes. Der Kunde kam zur Kasse und unterbrach mich beim Lesen, als es gerade interessant wurde. Entschuldigung, haben Sie irgendwelche Pflaster? Ich blickte aus meinem Buch auf und sah, dass der Mann, der dort stand, Spencer fucking Middleton war. Komplett mit einem Bleistift, der noch aus seiner Schulter ragte. Ich griff schnell nach der Waffe, die ich auf dem Tresen gelassen hatte, und musste erkennen, dass sie nicht mehr da war. Spencer hob den Revolver und fragte, »War es das, wonach du gesucht hast? Fühlt sich ein wenig leicht an. Dachtest du, du würdest mich mit dem ersten Schuss ausschalten?« Ich machte langsam ein Eselsohr an die Seite und legte das Buch auf den Tresen, bevor ich fragte, »Ist es möglich, dass du eigentlich nur der Gestaltwandler bist?« Spencer schüttelte den Kopf. Eine Minute später waren wir wieder draußen im knietiefen Schnee hinter der Tankstelle. Spencer drückte den Lauf der Waffe gegen meinen Rücken und ging mit mir in Richtung des Waldes. Bevor wir dort ankamen, sagte er, »Stopp!« Dann sah er sich um und roch an der Luft. Er lächelte und zog ein langes Messer aus der Scheide an seinem Gürtel. »Ja, das sollte funktionieren. Bist du Links- oder Rechtshänder?« »Warum?« fragte ich. »Vergiss es!« Er packte meine linke Hand und schnitt meinen kleinen Finger sauber ab. Dann packte er sich meine beiden Krücken und zog sie von mir weg. Ich fiel in die tiefe Schneedecke und drückte meine heftig blutende Wunde gegen meinen Bauch. Die heiße, nasse, austretende Flüssigkeit fühlte sich seltsam beruhigend an, als sie meinen Oberkörper erwärmte. »Nichts Persönliches. Ich habe nur einen Köder gebraucht. Ich habe jetzt einen neuen Chef und er will, dass ich etwas ganz Besonderes einfange. Tu mir einen Gefallen und blute weiter. Es wird nicht lange dauern, bis das Ding deinen Geruch wahrnimmt. Und hey, wenn dieses Ding dich nicht tötet, lass ich dich am Leben.« Er drehte sich um und begann davonzugehen. »Hey, Spencer!« rief ich ihm hinterher. Er blieb stehen. »Ja?« »Du bist ein Arsch!« Er lachte und ging zurück zur Tankstelle mit meinen Krücken unter dem Arm. Ich legte mich auf den Rücken und blickte in den Himmel und hörte das vertraute Geräusch, wie sich die Tür der Tankstelle schloss, gefolgt von dem vertrauten Schabgeräusch, als der Riegel in Position gebracht wurde. Wenn ich wirklich überleben wollte, hieß es jetzt oder nie. Mit meiner guten Hand und meinem guten Bein schob ich mich nach vorne und hinterließ dabei eine schlampige Spur blutigen Schnees. Das Manövrieren würde in meinem Zustand gelinde gesagt schwierig werden und ich konnte spüren, wie meine Sicht nachließ, was momentan eine besonders schlechte Sache wäre. Wenn ich jetzt das Bewusstsein verlöre, wäre das mein Tod. Ich schaffte es, mich bis zur Seite der Tankstelle zu ziehen, bevor ich schließlich entschied, dass dies Zeitverschwendung war. Ich käme sowieso nicht hinein und selbst wenn, würde Spencer mich einfach wieder herausbringen. Es blieb mir nichts anderes übrig, als auf ein weiteres Wunder zu hoffen. »Hey Jack, was machst du hier draußen?« Ich blickte auf, um meinen alten Freund Tom zu sehen, dessen weiße Haare perfekt zur verschneiten Landschaft passten. Tom war der erste Deputy gewesen, den sie zum Babysitten zu uns geschickt hatten, und der erste, der gestorben ist. Ich drückte meine blutige Hand unter meine Achselhöhle, um zu versuchen, die Blutung zu verlangsamen, während ich herausfinden wollte, ob ich einen Geist, eine Halluzination oder den Gestaltwandler sah. Ich merkte, dass ich es wirklich nicht sagen konnte. »Spencer benutzt mich als Köder.« Tom verwandelte sich sofort in einen 2,10 Meter großen, 200 Kilogramm schweren Samoaner, der mit Narben und Stammestattoos bedeckt war. Das schränkte die Möglichkeit auf Halluzination oder Gestaltwandler ein. »Dieser Penner ist zurück«, bellte er. »Ja.« »Nun, schätze, ich muss ihm eine Lektion erteilen.« Er hielt inne und drehte sich zum Wald um. Etwas da draußen bewegte sich knirschend durch den Wald. Das laute Geräusch von brechenden Ästen erfüllte die Luft, als es sich näherte. Die samoanische Gestalt kaute neben mir und flüsterte. »Tut mir leid. Es sieht so aus, als hätten wir keine Zeit, dich hier rauszuholen. Sargoth hat dein Blut gerochen und jetzt ist er auf dem Weg zu dir.« »Das ist scheiße.« »Hör mir ganz genau zu. Es gibt eine Sache, die du über Sargoth wissen musst. Er hat eine Schwäche. Er kann dir nichts antun, wenn du ihn nichts ansiehst. Hast du verstanden?« »Nein.« »Schließ deine Augen. Egal was passiert, egal was du hörst, halte deine Augen geschlossen, bis du hörst, wie ich das Wort Salutem sage. Bis dahin wird er alles tun, was er kann, um dich auszutricksen, damit du deine Augen öffnest. Sobald du das getan hast, ist der Drops gelutscht.
Er wird mit deinen Augenlidern anfangen. Hast du verstanden? Immer noch nicht. Der Gestaltwandler seufzte und sagte, mach die Augen zu. Genau dann habe ich es gesehen. Sargot. Er preschte durch den Wald. Er war so groß wie die Bäume, schrecklich und menschenähnlich, mit einer Aura unvorstellbaren Terrors und einem Gesicht, das voller Dunkelheit und Hass war. Ich schloss die Augen und fühlte sofort eine gesegnete Erleichterung. Es ist alles in Ordnung, sagte eine süße, sanfte Stimme. Du kannst die Augen aufmachen, es ist sicher. Er wird alles tun, was er kann, um dich auszutricksen, damit du deine Augen öffnest. Nein, das ist schon okay so, sagte ich. Von hinten hörte ich O'Brien schreien. Jack, hilf mir! Da musst du dich schon mehr anstrengen. Auf einmal fühlte ich, wie sie über mich krochen. Insekten. Sie zirpten und quietschten, als sie mein Hosenbein hinaufkrabbelten und unter meine Kleidung und sogar in meine Nase, Ohren und meinen Mund krochen. Ich würgte und schlug auf sie ein, drückte aber trotzdem meine Augen so fest ich konnte zu. Eine brennende Hitze schoss über mein Gesicht, als ich den Riesen aus einiger Entfernung schreien hörte. Öffne deine Augen und sieh dein Verdammnis, du Wade! Nein, danke! Schrie ich zurück. Dann fuhr er schweres Geschütz auf. Das nächste, was ich wusste, war, dass ich am Fallen war. Es gab keine Erde unter mir, nur Luft, die gegen meine Haut peitschte, als ich nach unten, unten, unten stürzte. Es ist gut, dass ich so ein Feigling bin, denn ich denke, dass das Schließen der Augen in einer solchen Situation eigentlich meine natürliche Reaktion wäre. Nachdem ich eine Ewigkeit gefallen war, landete ich schließlich in einem warmen Meer. Es war im Begriff, wirklich schwer zu werden. Ich trat und schrie das Wasser um mich herum an, ohne zu wissen, wo oben oder unten war. Ich war mir sicher, dass ich im Begriff war zu ertrinken, aber trotzdem hielt ich meine Augen geschlossen. Irgendwann konnte ich spüren, wie ich aufstieg. Vielleicht war ja die Luft in meiner Lunge genug, um mich an die Oberfläche treiben zu lassen. Ich hielt mich so lange, wie ich konnte, zurück, bis meine Lunge von einem Schmerz erfüllt war, der fast so schlimm war wie der Tod, und trotzdem hatte ich die Oberfläche noch nicht erreicht. Das war's dann. Der Moment, in dem ich endlich sterben würde. Aber wenn ich schon gehen musste, würde ich diesem Mistkerl nicht die Genugtuung geben, zu wissen, dass er mich geschlagen hat. Ich hielt die Augen geschlossen, hob zwei Mittelfinger hoch und atmete tief ein. Was sich natürlich als Luft herausstellte. Sobald ich eingeatmet hatte, wurde ich zurück zu den schneebedeckten Fleckchen Erde neben der Tankstelle transportiert, völlig trocken und immer noch am Erfrieren. Die Luft stank plötzlich nach gekochten Eiern und die Stimme eines Mädchens sagte in mein Ohr, Salutem, du kannst deine Augen öffnen, Jack. Sargot ist wieder da, wo er hingehört. Ich öffnete vorsichtig ein Augenlid und sah die unglaublich schöne Frau an, die neben mir stand, und fragte sie, also, er ist weg? Fürs Erste. Es ist interessant. Die meisten Leute halten es bei den Spinnen nicht mehr aus und machen die Augen auf. Aber du bist bis zum Meer gekommen. Ich erwarte nicht, dass dir das viel bedeutet, aber ich bin beeindruckt. Ein Metallpfahl brach durch die Mitte ihrer Brust. Sie fiel auf die Knie und hustete reichlich Blut. Sie blickte mit einem verwirrten Gesichtsausdruck auf das Ding herab und kippte dann zur Seite. Die Stange war dünn, wie ein Pfeil, bedeckt mit gezahnten Haken, und als sie auf den Boden traf, konnte ich sehen, dass es sich tatsächlich um einen Speer handelte. Das andere Ende ragte von ihrem Rücken heraus. An diesem Speer war eine schwarze Schnur befestigt, die den ganzen Weg über den Vorplatz bis vor die Füße von Spencer Middleton reichte. Er ließ das Harpunengewehr fallen und pfiff für sich selbst, als er die Strecke bis zu dem Punkt ging, an dem der Gestaltwandler noch wirkte, noch zuckte und sich an der Stange festhielt, die sie aufgespießt hatte. Als er näher kam, begann sie sich zu verändern, von einer Form zur anderen. Ein riesiger Bodybuilder, ein olympischer Ringer, ein krankhaft adipöser Mann, ein Kind, Jerry, O'Brien, ich, Spencer, und dann begann er immer schneller zu wechseln. 10 verschiedene Menschen pro Sekunde, alle halten sich an den Speer und bluten an den Schnee. Es ging durch hunderte von ihnen, bevor er schließlich aufhörte und bei der Gestalt einer schwachen, alten, asiatischen Frau blieb. Klein und faltig, mit mehr weißen als schwarzen Haaren, in einer fötalen Position zusammengekauert, als Tränen über die Seite ihrer Nase in den Schnee rollten. Etwas sagte mir, dass, wenn der Gestaltwandler eine wahre Form hatte, ich sie gerade sah. Kämpf so viel du willst, sagte Spencer zu ihr. Dieser Speer besteht aus einer Wolfram-Silberlegierung. Du kannst es nicht herausziehen oder abbrechen. Du hörst jetzt mir und in einer Minute werde ich dich, tot oder lebendig, verkaufen. Er packte sie um den Hals und schleppte sie weg. Alles, was ich tun konnte, war, ihm dabei zuzusehen. Sie stellte Augenkontakt mit mir her,
bis Spencer sie um die Seite der Tankstelle geschleppt hatte und dann war es das. Ich war allein. Ich konnte mich nicht mehr bewegen. Sogar das Atmen wurde langsam zu einer fast unmöglichen Aufgabe. Ich dachte darüber nach, wie seltsam das aussehen würde, für Jerry oder O'Brien oder wer auch immer das Pech haben würde, mich hier draußen zu finden. Ich hielt meine vier Fingerhand unter meiner Achselhöhle und starrte in den Wald. Das Blut im Schnee verschwand bereits unter frischem Schnee und nach einer Stunde oder sogar weniger würde es so aussehen, als wäre nichts davon jemals passiert. Die Leute wussten, dass ich mentale Probleme hatte, also wäre das nicht einmal eine Nachricht für die Titelseite. Die einzige Kuriosität wird sein, ich frage mich, was mit seinem Finger passiert ist. Naja, es gibt sicherlich schlechtere Arten zu gehen. Besonders in einer Welt mit Monstern wie Sargot oder Spencer. Ich sah zu, wie die Schneeflocken fielen und konzentrierte all meine Bemühungen auf die Arbeit, die es kostete, einen weiteren Atemzug zu machen. Und dann noch einen. Und danach noch einen weiteren. Es mag sinnlos sein, aber ich werde jede meiner letzten Sekunden nutzen. Und dann öffnete sich die Hintertür und jemand kam zu mir herüber, packte mich am Hemdkragen und fing an zu ziehen. Er schleppte mich durch die Hintertür und sofort spürte ich, wie das Blut wieder durch meine Venen strömte. Er schleppte mich den ganzen Weg zum Vorderteil des Ladens mit und ließ mich auf meinen Rücken fallen, bevor er sich neben mich hockte und lächelte. Ich hab dir gesagt, dass ich dich am Leben lasse, wenn ich bekomme, was ich will. Und ein Deal ist ein Deal, richtig? Ich atmete tief durch und versuchte, die richtigen Worte zu finden, um Spencer zu sagen, wie sehr ich ihn hasste. Aber ich konnte es nicht. Ich glaube, er wusste das auch so. Weißt du, Jack, vielleicht sollen die Dinge sich nicht ändern. Vielleicht sind die Dinge aus einem bestimmten Grund so, wie sie sind. Ich meine, es war für uns beide ein Auf und Ab. Wir haben beide hier in dieser Tankstelle so viele Freunde verloren. Kiefer, Carlos, Tom, dieses Jägerarschloch von heute Morgen. Aber am Ende des Tages sind nur zwei Dinge konstant. Du und ich. Du bist wie der beschissene Batman für meinen tollen Joker. Und mach dir keine Sorgen um den Gestaltwandler. Ich habe sie gerade an meinen neuen Chef übergeben, damit sie dich nicht mehr stört. Er starrte aus den Türen auf etwas, das ich nicht sehen konnte und lächelte ein großes, selbstgefälliges, selbstzufriedenes Lächeln. Du hast recht, einige Dinge ändern sich nie. Zum Beispiel, dass du dich nie daran erinnerst, dass ich dir Zeugs aus deiner Tasche klauen kann. Hey Spencer, sagte ich, sobald meine Stimme zu mir zurückgekommen war. Ja, fragte er. Ich bin Rechtshänder. Ich drückte den Lauf des Revolvers gegen seinen Bauch und drückte ab. Sein Gesichtsausdruck war der von: Ich kann nicht glauben, dass dieser Scheiß gerade passiert ist. Er fiel auf seinen Arsch und sah auf die Waffe in meiner Hand und dann auf den schnell wachsenden Blutkreis auf seinem Hemd. Du kleines Stück Scheiße. O'Brien wachte endlich auf und rannte aus der Gefrierkammer in den Vorderraum und schrie: Was war das für ein Geräusch? Jack, geht es dir gut? Spencer packte seinen Bauch und schloss die Vordertüren auf. Ich versuchte, O'Brien anzuschreien, dass sie ihn verfolgen sollte, aber ich hatte wieder die Fähigkeit verloren zu sprechen und stattdessen schloss ich einfach meine Augen und wartete. Ich musste in einem Krankenwagen fahren, was ziemlich cool war. Ich musste außerdem den Weihnachtsfeiertag freinehmen, was wohl am ehesten einem Weihnachtswunder für mich gleicht. Also tat ich es gerne. Die anderen kamen alle und besuchten mich im Krankenhaus in Schichten. Jemand musste schließlich an der Tankstelle bleiben. Und ich durfte sogar 10 Packungen Schokoladenpudding essen. Es gibt hier eine Krankenschwester, von der ich vermute, dass sie etwas für mich übrig hat, weil sie mir ständig extra Nachtisch erschleicht. Wieder mal steht im offiziellen Bericht, dass nichts Übernatürliches passiert ist. Souls verschwinden, meine Prügel, der Schaden an der Tankstelle und das ganze Blut wurden Spencer angelastet. Die anderen haben absolut keine Erinnerung an die Nacht und mir bleiben keine Beweise außer meiner notorisch wackeligen Erinnerung. Weshalb ich mich entschieden habe, alles aufzuschreiben, bevor ich etwas vergesse. Alles in allem war es nicht das schlechteste Weihnachten, das ich je hatte. Am ersten Weihnachtstag brachte mir die Krankenschwester ein ordentlich verpacktes Geschenk mit. Ich fragte, von wem es sei, und sie lächelte nur und sagte, dass jemand Besonderes es für mich abgegeben hatte. Ich packte es aus und öffnete die Schachtel, um eine andere, kleinere Schachtel zu finden. Ich habe auch diese ausgepackt, um eine weitere Schachtel zu finden. Und in dieser Schachtel war eine weitere, kleinere Schachtel. Die letzte Schachtel war klein genug, um in meine Handfläche zu passen. Jemand hatte sich dafür eine Menge Mühe gegeben und ich fing an, ein sehr unbehagliches Gefühl zu bekommen. Ich öffnete schließlich die letzte Schachtel und konnte meinen Verdacht bestätigen. In der letzten Schachtel waren zwei Dinge. Eine kleine Notiz auf einem Stück Papier und mein abgetrennter Finger.
Auf der Notiz standen nur drei Worte, in einer getrockneten braunen Tinte. Frohe Weihnachten, Jack.